Let's go. Wer mein letztes Video noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt vor diesem Video hier tun. Also jetzt wirklich, Link in der Beschreibung. Viele hatten sich gefragt, wie ich dann an die Kontoauszüge von ApoRed gekommen bin. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Wie ist er rangekommen? Hä? Nun ja, das war eigentlich ganz einfach. Ja! Ich hab ihn endlich gehackt. Alter, ich hab Nevelnik so lange nicht mehr gesehen, scheiße. Oh, bis auf mein Video, was ich zu ihm gemacht habe. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer ApoRed in Wirklichkeit ist. Ein Scheißpenner ohne Welt. Dann wollte ich noch zwei Sachen korrigieren. Ich meinte in meinem letzten Video, dass die Pfändung der Krankenkasse einen Vollstreckungstitel durchs Gericht voraussetzt. Das stimmt aber nicht. Krankenkassen können auch ohne das Gericht pfänden. Ändert aber nichts an meiner Aussage, weil trotzdem, wie im Video erwähnt, Mahnungen vorausgehen müssen. Ich habe bei der AOK nachgefragt. Kurz gefasst, es kommen insgesamt 3 Mahnungen im Abstand von einem Monat, bevor gepfändet wird. ApoRed war in dem relevanten Zeitraum in Deutschland und nicht, wie von ihm behauptet, in der Türkei. Das war auch der Punkt, den ich machen wollte. Für alles Weitere guckt einfach mein letztes Video. Warte, wann war er nicht in der Türkei? Von einem Monat. Ich habe bei der AOK nachgefragt, kurz gefasst, es kommen insgesamt 3 Mahnungen im Abstand von einem Monat, bevor gepfändet wird. ApoRed war in dem relevanten Zeitraum in Deutschland und nicht, wie von ihm behauptet, in der Türkei. Okay, also okay, er war zwischen dem 30.03. und dem 6.10. war er in Deutschland. Das stimmt auch. Ja, weil zu der Zeit hatten wir sogar... Nee, wir hatten dann im Dezember, war er doch immer noch in Deutschland, glaube ich. November, Dezember oder so war er immer noch in Deutschland, weil zu der Zeit hatte ich sogar noch mit ihm geschrieben. Und dann hat er mir... er hat mir noch ein bisschen gezeigt, was er da machen möchte und so, aber ich gehe jetzt hier nicht auf private Informationen ein. Aber da war ja in Deutschland, ja, das wusste ich sogar. Das war auch der Punkt, den ich machen wollte. Für alles Weitere guckt einfach mein letztes Video. Die zweite Sache, die ich korrigieren wollte, ich meinte, dass ApoRed das Nummernschild vom Range Rover zensiert hat, weil da sonst vermutlich ein fremdes Nummernschild zu sehen wäre. Aber ich habe sein Video dann nochmal komplett aus Versehen über meine Festplatte abgespielt und plötzlich war die Zensur weg. Mensch, was es nicht alles gibt auf der Welt. Hä? Ey, safe, gibt's was, wo du Sachen wegmachen kannst? Hä? Wie kannst du das wegmachen? Wie kannst denn du bitte die Zensur wegmachen? Junge, das... Niemals kannst du einfach so das Ding irgendwann... Ich verstehe das gerade nicht, wirklich. Wie schafft er denn das? Wie kommt denn der an sowas ran? Weil das muss ja, das kann ja... Also entweder gibt es ein Programm, was es wirklich wegmachen kann, was ich mir echt nicht vorstellen kann. Oder der Cutter hat ihm das gegeben, aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, weil der Cutter von ApoRed, wenn das ApoBetzke sein sollte, der würde das nicht machen. Da bin ich mir sehr sicher. Also ich weiß nicht, ob ApoBetzke noch der Cutter von ApoRed ist, aber das würde der nicht machen. Beim besten Willen nicht. Und dann erzählt er uns etwas von einem Undercover-Wagen. Na, so ein Schnacker, Digga. ApoRed, wieso ist da kein Kennzeichen? Und wieso hast du das zensiert? Und wie soll dich jetzt eigentlich... So ein dummer, missgünstiger Penner. In deinem... 120.000... Ja gut, dass es halt zensiert hat, ist ja ganz klar, weil das ist ja noch unglaubwürdiger. wenn einfach kein Kennzeichen dran ist, dann sagt ApoRed, ja, das ist mein Auto. Es ist ja kein Kennzeichen dran, aber das ist mir beim letzten Einkauf abgeflogen. Ganz zufälligerweise. Johnny, grüß dich. 1000 Euro, 600 PS breit gebauten Range Rover. Ohne Kennzeichen. Warum cruisen sehen? Fragen über Fragen. Naja, wie dem auch sei. Ja, ich hatte neidisch, im letzten Video über ApoReds angeblichen Reichtum geredet, auf den wir laut ApoRed alle nur neidisch sind. Sein angebliches Geld, seine angeblichen Immobilien und seine angeblichen Autos. Aber ApoRed hat in seinen letzten Videos... Stopp, und die Uhren. Ja, das hat er jetzt hier nicht mit beachtet. Und die Uhren. Natürlich nicht nur über diese Sachen durchgängig gelogen, sondern natürlich auch über weitere Themen, die ich nun in dem Video hier durchnehme. Fangen wir an bei dem Cadena-Gewinnspiel-Thema. Ich meinte, dass ApoRed den Gewinnspiel-Post gelöscht hat, genauso wie den Gewinnspiel-Post mit Level Up Germany, bei dem ich schon bewiesen habe, dass es komplett fake war und keiner seinen Gewinn bekommen hat. ApoReds Statement zu Cadena war wie folgt. ApoRed, warum hast du den Post gelöscht, wo 10 Gewinne unter anderem eine Rolex verlost werden sollten? Warum ist es gelöscht? Du hast ja bestimmt was zu verbergen. Das ist ja wie das Scam. Ich zeige euch jetzt, warum ich bin... Dieses Video damals, ne, dieses, der Turn-On, dass das so ein überdrehtes, unnötiges Video von ApoRed wirklich, das hat er sich so dabei gedacht. Ich meine, der schneidet, glaube ich, seine Videos nicht selber, aber ich werde mir doch das Video erstmal angucken und mir so denken, ey, ist das jetzt zu aufgedreht oder geht das klar? Und
Man muss halt wirklich sagen, es ist so unauthentisch gewesen. So, er schreit halt die ganze Zeit rum. So, Tanzverbot, Tanzverbot, stay, stay. Und übel hysterisch. Ah, oh, shit, okay. Du wusst immer das meiste ignoriere, okay? Das ist jetzt ein perfektes Beispiel. Okay, ApoRed erklärt jetzt an einem perfekten Beispiel, warum er bewusst Vorwürfe ignoriert. Let's go. Leute, ich habe Kontakt aufgenommen zu Cardena Official und ich habe denen gesagt, könnt ihr mal bitte mal die Auflösung auch mal in eure Timeline posten, okay? Also diese Story, die dauerhaft verfügbar ist, um euch nochmal in so eine kleine Rückhandstelle zu gehen. Die waren alle zufrieden, haben ihre Gewinne bekommen. Was wollt ihr in Gottes Namen? Nur weil ich den Post runtergenommen habe, weil ich das Foto nicht ästhetisch genug fand für meinen aktuellen Feed auf Instagram, wollt ihr mir jetzt indirekt sagen, ich habe irgendwo gescammt? Wollt ihr mich verarschen, Mann? ApoRed behauptet, dass alle zufrieden waren und ihre Gewinne bekommen haben. Das stimmt aber nicht. ApoRed hat hier wieder bei einem Gewinnspiel ganz offiziell gelogen. Nachdem die Gewinnernamen hier eingeblendet wurden, habe ich alle angeschrieben. Ein paar davon haben nicht geantwortet, beziehungsweise die Accounts gibt es nicht mehr. Und von denen, die geantwortet haben... Auch komisch, ne? Dass einfach von der Hälfte, ne? Der Gewinner, gibt es die Accounts nicht mehr. Wie wahrscheinlich ist es, dass es einfach Accounts nicht mehr gibt? Also das ist doch auch komisch. So, wen kennt ihr, der einfach immer so, ja, alle paar Wochen oder so seinen Account löscht? Das ist doch auch komisch. Meine Güte. Ja, gut, aber okay, mal schauen, was bei den anderen rausgekommen ist. David, ich grüße dich. Ja gut, du siehst gerade Werbung. Ha, shit. Hat einer die Uhr bekommen und einer eine Brille, nachdem er Cardena ein, zwei Monate penetrieren musste, damit sie die Brille endlich zuschicken. Alle anderen gingen leer aus, was Brillen und Ketten angeht. Jo, ich habe das vom Gewinnspiel nicht erhalten. Die Cardena auf Fischerseite hat mir geschrieben, die meinten so, ja, Glückwunsch, du hast eine Brille gewonnen, bla bla. Ich so, ja, okay. Die meinten so, ja, schick deine Adresse. Ich habe denen meine Adresse und so alles geschickt. Dann, ich habe ein, zwei Monate gewartet und ich habe nichts zubekommen, ich habe keine Nachricht von dem bekommen. Dann habe ich meine Nachricht zurückgezogen, wo ich meine Adresse hingeschrieben habe, falls das weitergeleitet wird, meine Adresse oder keine Ahnung, im YouTube-Video vorkommt. Das wollte ich halt nicht. Deswegen habe ich meine Adresse zurückgezogen und habe die Seite dann einfach ignoriert. Die haben mir auch Chatverläufe mit Cardena gezeigt und die endeten alle damit, dass die Gewinner am Ende geghostet wurden. Hey, bei mir ist noch nichts angekommen. Habt ihr einen Sendebeleg oder so? Dann schreiben die zwei Stunden, Reader genau zwei Stunden später, das ist komisch, die anderen Gewinner haben schon alles erhalten, ich kümmere mich drum. Falls dein Paket noch nicht versendet wurde, bekommst du die Woche noch eine Sendungsnummer. Dankeschön. Danach wurde wahrscheinlich nie wieder was gemacht. Hier wurde geschrieben, wann kommt das Paket circa? Du hattest die Diamond-Cut-Brille in schwarz, oder? Genau. Sollte spätestens nächste Woche da sein. Alles klar, danke. Wurde dann auch einfach geghostet. Okay, warte, was steht da drüben? Wann werden wir angeschrieben? Hey, Glückwunsch nochmal, du darfst dir eine Brille aus unserem Shop aussuchen. Ich wollte unbedingt den 4mm Armband vom Preis her, sind die ja gleich. So, haben wir gesehen immerhin. So, okay. Stark, stark, stark. Sonnensplay, dankeschön für den Raid. Ich hoffe, du hast einen richtig beschissenen Stream gehabt. Ja. Der E-Kuss geht raus, wirklich. Dankeschön. Und auch lustig, wie Cardena sich bei dem einen noch wundert, dass nichts angekommen sei. Die anderen hätten ja schon alle ihre Sachen bekommen, was ja faktisch gar nicht gestimmt hat. Und die versprochene Sendungsnummer hat der Gewinner übrigens auch nie bekommen. In der Nacht, nachdem ich die Leute aber angeschrieben habe, ist Cardena plötzlich in die Gänge gekommen. Über 8 Monate, nachdem sie geghostet haben und keine Gewinne zugeschickt haben. 3 Uhr nachts schrieben sie an Tillmann. Oh mein Gott, wie offensichtlich, wie dumm, wie dumm. Scheiße, also wirklich, die hätten das, also das ist ja so offensichtlich heilige Scheiße. Erst ghosten und dann merken, dass Mimi auf die Schliche gekommen ist. Das ist bitter. Kenny K, vielen Dank für den Sub, Bruder. Morgen endlich in der Kuschel, ey, ich hab Bock drauf, wirklich, ich freue mich sehr. Morgen wird wild. Sven, grüß dich. Ja, du kannst auch mit mir kuscheln, gar kein Problem. Du hast mir noch eine Sprachnachricht gemacht, aber ich bin ja gerade im Stream, ist ein bisschen schwierig. Hey, wir merken. Du kannst mir aber schreiben, das könnte ich sehen. Gerade, dass uns ein Gewinner bezüglich seines Gewinns angeschrieben hat und wollten nochmal alle durchgehen. Anscheinend hat einer bis jetzt nichts erhalten. Muss was im Lager schiefgelaufen sein. Ist ganz zufällig, ja. Ist die Brille bei dir denn angekommen? Sonst schaue ich nochmal nach Sendungsnummern. Müssten wir noch haben. Junge, wie apathisch die schreiben, Junge. Die haben richtig Angst vor Mimi einfach. Die schreiben dann, hier kommt nochmal schnell eine Nachricht, dann nochmal schnell eine Nachricht, so, ne, im Stundentakt wird hier eine Nachricht nach der anderen rauskommen, ne? Die haben richtig Angst auf einmal, dass die im Fadenkreuz von Mimi landen. Übrigens auch einer der Ketten sein, falls es doch nicht mehr die Brille sein soll, haben das mit dem anderen Gewinner nun auch so abgeklärt. In dem Gelaber stimmt schon mehrere Sachen nicht, denn es hat nicht nur einer nichts bekommen. Die sind auch nicht nochmal alle durchgegangen, obwohl alle Namen... Die wollten nochmal alle durch... Einfach so nach 8 Monaten dachten die sich so, ey, jetzt wo Mimi ein Video gemacht hat, ey, wir wollen nochmal zufällig alle durchgehen.
Wollen wir mal nicht, dass wir irgendwas verkehrt gemacht haben. Junge, wie unauthentisch und schlecht einfach. Kadena, richtig seriöses Ding hier. Ja. Öffentlich sind. Hillmann war der Einzige, der eine Nachricht bekommen hat. Sendungsnummern hatten sie offensichtlich auch nicht, denn die haben direkt vorgeschlagen, dass man sich auch was anderes aussuchen kann. Ja, obwohl Kadena noch gar nicht wissen kann, dass der Gewinner nichts bekommen hat. Außer man hat halt nie was losgeschickt, dann hat der Gewinner... Es ist so geil. Stell dich vor, aus dem Nichts nach 8 Monaten bekommt ihr von Kadena eine Nachricht. 3 Uhr, dann bekommt ihr eine Nachricht nochmal 8 Uhr, dann nochmal eine Nachricht 17 Uhr. Alter, die haben übel Panik. So, ach ey, komm, schnell, wir möchten dir auf jeden Fall was geben. Ja, nicht, dass du das noch irgendwie weiterleitest, dass wir dir nicht geschrieben haben. So. Ach du Scheiße, ey, das ist wirklich sehr, sehr bitter. Zu 100% nichts bekommen und man braucht nicht die Antwort vom Gewinner abwarten. Und dass sie das auch so mit dem anderen Gewinner abgeklärt hätten, klingt ebenfalls schleierhaft, wenn Tillmann scheinbar der Einzige ist, der nochmal angeschrieben wurde. Am 16.06., also 10 Tage, nachdem ich die Gewinner angeschrieben habe, hat ApoRed unter sein eigenes Video geschrieben, dass der Gewinner die Uhr bekommen hat und die anderen hätten auch ihre Gewinner erhalten, aber bei... Kleiner Nachtrasch zum Rolex-Hasen. Der Gewinner hat die Uhr erhalten und hat mir ein Video geschickt, wo er die noch hatte. Die hat er dann verkauft. Die anderen haben die Gewinne bekommen. Bei 3 gab es Kommunikationsstruggles, aber alles in Klärung und auf Zufriedenheitshase. Viel Glück vom Veranstalter. Ach ey, ApoRed wirklich... Junge, wenn es wirklich... Es gibt drei Personen, ja. Bei denen ich mir vorstellen kann, dass nie ein Gewinnspiel auch nur ansatzweise mal richtig aufgelöst wurde. Das ist Leon Mascher, das ist ApoRed und Simon Desio. Das sind die mir so in den Sinne kommen, wenn ich an Gewinnspiele und Fake-Gewinnspiele denke. Ja, das ist irgendwie ein bisschen traurig an der Stelle. Aber das sind ja nur Kommunikationsstruggles, Leute. Ja, nach 8 Monaten hat sich ja Kadena gemeldet. Also von daher ist ja alles entspannt. Bei 3 gab's Kommunikationsstruggles. Hä? Aber warum erzählt er dann in seinem Video das hier? Um euch nochmal in so eine kleine Rückhandschelle zu geben. Die waren alle zufrieden, haben ihre Gewinne bekommen. Was wollt ihr? Gottes Namen. Ja, dass du mal weniger lügst, das wäre schon mal ein Anfang. Und erzähle uns nichts von, ich hab nicht gelogen, sondern nur die Unwahrheit gesagt. Du hättest die Gewinner genauso wie ich fragen können, hast du aber nicht. Stattdessen... Vor allen Dingen, woher will ApoRed wissen, dass der Typ, der diese Rolex bekommen hat, die verkauft hat? Scheiße, oder war es die Rolex? Oder irgendeine Uhr oder so. Hat, als ob der Typ, der die geschenkt bekommen hat, gesagt hat zu ApoRed, oh ja, die geschenkte Uhr, die habe ich direkt verkauft. Als ob das irgendjemand macht. Natürlich sagt man erstmal Dankeschön. Also da sagt man doch nicht direkt, ich habe die verkauft. Das klingt ja schon wieder so unauthentisch. Irgendwie wirkt mir das so, als wäre die Rolex nie rausgegangen. Das wirkt nur so. Ne? Nach dem, was man so alles mitbekommt in der ganzen Thematik, kann man dem Ganzen halt einfach nicht mehr wirklich trauen, ja, den Unterhasen. Hast du es als Fakt hingestellt, dass alle ihre Sachen bekommen haben und happy sind. Und was er in dem Kommentar schreibt, stimmt ja auch nicht mal, wenn es immer noch Leute gibt, die noch nichts erhalten haben und auch nicht nochmal kontaktiert wurden. Was das Ganze aber hier noch bescheuerter macht, ist, dass ApoRed dieses verkackte Gewinnspiel als perfektes Beispiel nimmt, warum man nicht auf Vorwürfe eingeht. Ich zeige euch jetzt, warum ich bewusst immer das meiste ignoriere, okay? Das ist jetzt ein perfektes Beispiel. Junge, du ergibst keinen Sinn. Und zu der ganzen Sache kommt noch, dass er nach dem damals verkackten Hast du eigentlich auch mal Werbung gemacht, wo du nur Sachwerte bekommen hast? Ich glaube, ich habe, wenn ich was verschenkt habe, das aus eigener Tasche bezahlt. Also mal eine Tastatur oder so. Aber ich habe noch nichts geschenkt bekommen. Aber es kann sein, dass das vielleicht irgendwann mal der Fall ist. Ich weiß, dass mich LG angeschrieben hat. Ja, die haben auch gesagt, das ist irgendwas mit Verlosungen und so. Das wär cool, wenn das wirklich funktionieren würde. Kann auch sein, dass ich einfach... zu klein bin, also das steht noch alles im Raum, ob das überhaupt funktionieren würde. Aber die kam auf jeden Fall auf mich zu und vielleicht entsteht da irgendwas. Kann sein, man weiß es aber nicht. Ne? Und dann wird man das dann verschenken wahrscheinlich. So ein Monitor oder was weiß ich. Das wäre eine coole Sache. Würde ich mich echt freuen. Ja? Und an den anonymen Subspender vielen lieben Dank. Ja, Ehre. Ja, das Ding ist überkrass, ja, dieser Monitor oder um was es da alles geht, ja, das wollte ich euch bloß sagen. Ja, also das ist ja eine richtig geile Sache, aber abwarten, Leute, abwarten.
Controller-Gewinnspiel meinte, dass er nur noch mit seriösen Partnern zusammenarbeitet. Zukünftig werde ich das auch so machen, dass ich Gewinnspiele nur mit einem Partner mache, einem seriösen Partner. Und ich werde auch immer schon beim Gewinnspiel festlegen, wann und wo und wie der Gewinner verlost wird. Dann aber ein Gewinnspiel mit Level Up Germany und dann noch mit Cadena gemacht hat, die beide nachgewiesenermaßen absolut unseriös sind. Aber gehen wir nochmal zu dem Controller-Gewinnspiel von 2020 zurück. ApoRed sagt neuerdings dazu Folgendes. Ich habe auch vergessen, jemanden einen Controller zu schicken. Ich habe mich auch dafür direkt auch entschuldigt, eine ganz klare Geschichte. Es wird auch immer behauptet, ApoRed sei ja uneinsichtig. Der entschuldigt sich auch gar nichts und das stimmt ja gar nicht. Wenn ich einen Fehler mache, ist kein Problem, ich entschuldige mich sofort. Ich habe mich auch entschuldigt, dass ich vergessen habe, den Kollegen Controller zu schicken. Der hatte dann seinen Namen auf Instagram gewechselt, hat dann später herausgefunden, wie er dann heißt. Hab dann mit ihm geschrieben, hab gesagt, es tut mir leid und so, ich schick dir das rüber und so. Und im Nachhinein hieß es dann, ja, von dir will ich keinen Controller annehmen, weil da muss ich ja meine Hände mit Salzsäure waschen. Also gehen wir wahrscheinlich dann davon aus, dass der Typ von mir dann so krass gebrainwashed ist, dass er dann solche verrückten Aussagen dann tätigt. Ist auch ziemlich eklig. Und da wurde mir jetzt nicht die Chance gegeben, so, oh ey, Ehrenmann, Red hat sich entschuldigt, es stand gerade. Nein, da hieß es einfach Red, ekliger Typ, Scammer. Da wird man einfach komplett dargestellt. Oh, ApoRed, das arme Opfer. Er muss die Geschichte falsch erzählen, damit man Mitleid mit ihm hat. Guckt euch den dritten und vierten. Wie geil ist das bitte gesprochen? Oh Scheiße, das fühle ich anders. Opfer! Er muss die Geschichte falsch erzählen, damit man Mitleid mit ihm hat. Guckt euch den dritten und vierten Teil der ApoRed-Videoreihe an für mehr Details. ApoRed stellt die Sachen nämlich falsch dar. Grob gesagt war der Ablauf so, dass Luca... Das Ding ist halt, ey, es tut mir wirklich weh, aber... Das Ding ist, ich kann ApoRed einfach nicht mehr glauben. Es geht nicht. Wirklich, Mimi hat alles so krass aufgezeigt, weshalb man ApoRed nicht mehr glauben kann. Es ist halt so, und selbst wenn ApoRed jetzt sich so in die Opferrolle stellt, denkt man sich so, ja, das ist safe nur gespielt, um jetzt wieder die Leute und den Leuten zu zeigen, wie bemitleidenswert man doch eigentlich ist und dass man doch nicht so streng zu einem sein soll. So. Luca in diesem Video hier als Gewinner gewählt wurde, ab dem Zeitpunkt hat er dann mit ApoRed auf Insta geschrieben, bis Red ihn eben geghostet hat. 5 Monate später habe ich darauf hingewiesen, dass ApoRed den Controller nicht zugesendet hat und Luca ignoriert. ApoRed hat dann kurz darauf 3 Videos hochgeladen, wo er bezüglich des Gewinnspiels sagt, dass jemand anderes schuld sei, dem er die Aufgabe gegeben habe und ja, dann nicht weiter verfolgt hat. Anstatt das dann aber selber in die Hand zu nehmen, meinte er, dass Luca sich bei ApoReds Cutter Wainu melden soll, obwohl ApoRed doch schon mit Luca im Dialog war. Und jetzt erzählt hier ApoRed, dass er es scheiße findet, dass man ihn nicht Ehrenmann nennt. Und da wurde mir jetzt nicht die Chance gegeben, so, oh ey, Ehrenmann, Red hat sich entschuldigt, es stand gerade, nein. Ja, du Ehrenmann, hättest auch mal erwähnen können, dass ich Luca am Ende den Controller, PS4 Pro und Lukas Lieblingsspiel gekauft habe. Luca scheißt auf deinen Controller. Und da kam auch der Salzsäurespruch ins Spiel. Ja, schon scheiße, wenn das Penthouse so riesig ist, dass du den Weg nicht nach draußen findest. Junge, das ist geil. Hey ApoRed, ich will den Controller gar nicht mehr haben, weil dann müsste ich meine Hände ja in Salzsäure waschen. Offensichtlich als Joke, in Anlehnung an ApoReds gespielte Betroffenheit, als Carina im Privatjet... Jo, wahrscheinlich Privatjet. Ja, aus dem Familienbesitz wahrscheinlich. Offensichtlich als Joke, in Anlehnung an ApoReds gespielte Betroffenheit, als Carina im Privatchat einen offensichtlichen Joke gemacht hat und ApoRed daraus Rassismus machen wollte. Du sagst ja noch hinterher und dann kommt er noch an und fängt an, meine Schulter zu massieren. Why? Ich muss mir die Schulter jetzt mit Salzsäure waschen. Ah, du hast es als Witz empfunden, ne? Du meinst ja, es ist ja ein Witz und haha, ganz ehrlich, was für ein Abschaum musst du mich halten? Hey, Kukumis, danke schön für den Sub im 6. Monat, mein Engel. Vielen, vielen Dank, Robin, Kuss, wirklich. Ehre. Leute, lasst mal bitte ein Herz da, wirklich für diesen Support, das ist crazy. Auch danke für jeden, der hier ein Follow da lässt und hier am Start ist. Freut mich wirklich sehr, ohne Scheiß, die Streams in letzter Zeit, ich weiß nicht, was los ist. Bei so vielen Leuten muss ich mir auch schon Gedanken machen, meine Hände in Salzsäure zu baden. Dass du sagst, dass wenn ich dich anfassen würde, dass du es mit Salzsäure waschen würdest, bin ich so ein Abschaum für dich? Bin ich so dreckig für dich? Das Thema mit der Schulter und das Thema hatten wir auch, dass ich dir angeblich an die Schulter angefasst habe und du es ja mit Salzsäure waschen musst, weil ich ja du der unterirdischste Schmutz auf dem Universum bin, anscheinend in deinen Augen. Ja, man kann natürlich darüber diskutieren, ob man so Sachen wie Salzsäure und so erwähnt, weil das grenzt schon meiner Meinung nach fast nach Rassismus. Und was? Ja, fein, das hat ja auch gar nichts mit Rassismus zu tun. Ja, also da, das macht ja gar keinen Sinn, da die Rassismuskarte zu spielen, weil das hat gar keinen Bezug auf seine Nationalität oder irgendwas, oder seine Ethnie. Das macht gar keinen Sinn, ja. Das ist, stell dir vor, ja, jemand, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ist halb Inder, ja. Stell dir vor, der halb Inder, der beleidigt mich, ich beleidige den zurück und der sagt, das ist Rassismus. Dann denke ich, ach so, Junge, willst du mich jetzt komplett verarschen? So, das hat doch gar nicht zur Diskussion mit beigetragen. Junge, was ist das hier? Das ist doch übelster Bullshit, ja? Dann direkt diese Karte zu spielen, ja, der hat was gegen Ausländer oder irgendwas gegen Menschen mit Migrationshintergrund. So. Macht ApoRed jetzt?
heult deshalb wiederum. Ja, leck weg, Mann, du Hund. Das ganze Nano-Gaming-Controller-Gewinnspielthema wird übrigens noch dümmer, dadurch, dass wir seit meinem letzten Video wissen, dass ApoRed ins gleiche Haus mit Nano-Gaming gezogen ist und es trotz dieser Konstellation nicht gebacken gekriegt hat, den Controller einfach zuzuschicken. Dann gesagt hat, dass er ab jetzt nur noch mit seriösen Firmen zusammenarbeiten wird. Zukünftig werde ich das auch so machen, dass ich Gewinnspiele nur mit einem Partner mache, einem seriösen Partner. Und was macht ApoRed, nachdem er mit Level Up und Cadena nochmal versagt hat? Macht noch ein Gewinnspiel mit Nano Gaming, die sich in Nano GX umgenannt haben. Okay, Freunde, der Allerechte hat für euch was ganz Süßes organisiert. Und zwar könnt ihr eine PlayStation 5, drei Controller und ja, ein Headset gewinnen. Auf ganz süße Basis. Da müsst ihr einfach bei der nächsten Story da mitmachen. Das ganze Kooperation mit Nano GX könnt. Und diesmal noch unseriöser. Denn die Gewinner werden nicht öffentlich preisgegeben, sondern. Hä? Die müssen doch, warte ganz kurz, fünfmal Gewinner können jeweils ein Produkt gewinnen. Die Preise PlayStation, Nano, Dings Edition, bla bla. Was ihr dafür tun müsst, diesen Beitrag liken, auf Instagram folgen und zwei Personen die Kommentare markieren. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung mit Instagram und endet am 5.12.2021 um 18 Uhr. Die Gewinner werden per Privatnachricht kontaktiert. Also die werden nicht öffentlich ausgelost. Nach Zufallsprinzip. Das klingt ja schon sehr weird, dass man es nicht nach Zufallsprinzip einfach öffentlich transparent zeigt, wer die Gewinner sind. Ja, weil dann könnte man ja auch, jetzt könnte man ja theoretisch auch einfach Freunde nehmen, ja. Oder sich das Ding selbst zuschicken, ja. Oder einfach das gar nicht preisgeben, fertig ist. Junge, wie schlecht ist das bitte? Heilige Scheiße. Ist doch auch nur Mitleid zu erhaschen und Carina in ein schlechtes Licht zu rücken. Als wenn ihn das total betroffen macht, dass sie das mit der Salzsäure geschrieben hat. Wenn man auch überlegt, wie er sie beleidigt hat. Ich glaube noch nicht mal, Carina hat das doch noch nicht mal. Hat Carina das geschrieben mit der Salzsäure? Und selbst wenn. Das ist halt wieder. Ja, das ist diese Opferrolle. Also, das ist wirklich diese Opferrolle. Ja. Ich finde durch die ganzen Videos, dass sich ApoRed jetzt so als jemand herausgestellt hat, der notorisch in meinen Augen sehr, ziemlich krass lügt und halt auch nicht davor zurückschreckt, jeden anzulügen. Kann ich mich da sowieso nicht mehr wirklich, oder kann ich ihn sowieso kaum noch ernst nehmen, weil man nie weiß, was ist denn jetzt richtig, was ist denn jetzt falsch. Der hat so oft gelogen, ist crazy. Also, dass es immer noch Leute gibt, die wirklich ihm jetzt noch glauben, in manchen Geschichten, bei Rechtfertigungen, das ist schon komisch. Das ist wirklich komisch. Zehner, grüß dich. Sondern privat angeschrieben. Heißt, es ist unmöglich zu erfahren, ob überhaupt jemand gewonnen hat. Denn wenn sie einfach niemanden anschreiben, kann sich auch keiner beschweren, dass nichts angekommen ist. Gerade als Firma mit so einem Werbepartner und so einer Bewertung auf Trustpilot, wär's doch das Junge, ach du Scheiße, wie kann man denn so verkacken? 10% hervorragend? Das waren bestimmt eigene Leute, keine Ahnung, ich weiß es nicht. 83% ungenügend. Wie kann man denn so verkacken? Warte, Nano Gaming Trust. Die werden jetzt bestimmt noch viel, viel beschissener sein, oder? Ja, die haben jetzt 9 Bewertungen mehr. Nee, sogar 13 Bewertungen mehr. Oh, sieht noch schlechter aus, Leute. Scheiße. 7% hervorragend nur noch und 88% ungenügend. Und ApoPlu schreibt hier, Scammer arbeiten mit Scammern zusammen. Schlecht. Ich glaube, es sind sehr viele Mimi-Zuschauer. Unseriöse Scam-Firma. Haltet euch fern. Eine richtige Schmutzfirma, die Firma. Schlechte Firma. Okay. Mindeste zu versuchen, transparenter zu sein. Daniel, und auch ApoRed kann ruhig mal etwas transparenter über seine geschäftlichen Verbindungen reden. Mit dem folgenden Part will ich nichts beweisen, sondern Auffälligkeiten ansprechen. Das, was ich gleich aufliste, kann man mindestens unter die Kategorie WTF. Was für ein seltsamer Zufall einordnen. Just Nero, Herr Newstime und der Tomic hatten damals jeweils ein Video. Ey, hört mal auf, jetzt über mich so im Chat zu schreiben, so mit Geld verändert Menschen. Ey, ich kann doch nicht jetzt jede Nachricht hier durchlesen und vorlesen, ja. Video gemacht, da ging es darum, dass ApoRed zugeschickte Klamotten von der Firma Deadstock hochgehypt hat und es nie als Werbung gekennzeichnet hat. Es war aber nicht nur ein ungekennzeichnetes Product Placement, sondern die Firma hat einfach fast ausschließlich ApoRed selber gehört. Im Impressum wurde aber ein anderer als Geschäftsführer eingetragen. Okay, soweit so gut. Das Impressum von Nano Gaming mit dieser URL sieht so aus. Wenn man in die URL aber statt Impressum Imprint schreibt, was einfach nur das englische Wort für Impressum ist, steht unter dieser URL plötzlich Deadstock als Impressum. Die Telefonnummer ist nahezu identisch. Das sieht bloß... Hä? Wie kommt man darauf?
Wie zum Fick kommt man darauf, in der URL irgendwas anderes einzugeben oder auf Englisch einzugeben? Hä, niemand kommt darauf, was? Also so random, einfach irgendwelche, was macht Mimi? Hat der irgendwelche Systeme, die da laufen, dass die alle möglichen Sachen durchgehen? Junge, das ist ja ein ganz anderer Maßstab. Wirklich, niemand macht sowas. Los wie eine andere Durchwahl am Ende aus. Ja, die negativen Bewertungen waren auch schon vor dem Video da, Berliner. Ne, das sind jetzt 13 Stück dazugekommen. Davor stand ja da, dass da 30 bewertet wurden. Hat wie gesagt auch im gleichen Haus wie Nanogaming gewohnt. Inwiefern ApoRed seinen schüchternen Pimmel mit Teppichgeschmack also auch irgendwann mal bei Nanogaming drin hatte, weiß ich nicht. Aber es ist mindestens seltsam. Ich find's auch ein krasser Zufall, dass das aktuelle Deadstock-Impressum Roten Brückenweg 10 genau da ist, wo auch das Better Call Sweets Impressum ist, die 3 Gewinne bei dem Level Up Germany Gewinnspiel beigesteuert. Aha. Die Firma kann... Alles steht im Zusammenhang. Ist auch sehr interessant tatsächlich. Dena hat zwar ihren Sitz in Düsseldorf, wenn man aber auf das Widerrufsformular klickt, wird man aufgefordert, die Sachen auch an die Anschrift zu senden, die auch Deadstock und Better Call Sweets hat. Wie gesagt, das muss jetzt noch nichts heißen, aber die Berührungspunkte sind zumindest interessant. Vielleicht Zufall oder vielleicht auch ein allerechter Kreiswegsverein. Man weiß es nicht. Was man aber weiß ist, dass kein Gewinner etwas bekommen hat, nach mittlerweile über einem Jahr und mehrfaches darauf aufmerksam machen. ApoRed meint jetzt, das sei die Schuld von Level Up Germany. Das steht natürlich im Widerspruch zu seinem Versprechen, dass er nur noch mit seriösen Firmen zusammen... Denkt ihr, Nanogaming oder Nano GX wird sich jetzt wieder umbenennen? Nach dem Video? Also, die haben auf jeden Fall jeden Grund, sich wieder umzubenennen. Weil, ey, wirklich, der Ruf von diesem Schmutzverein scheint ja ganz schön kaputt zu sein jetzt auf einmal. Aber er war ja schon davor kaputt, was willst du machen? Weil wir haben ja schon mit ApoRed zusammengearbeitet. Ey, Megulicious, vielen Dank für den Sub, Brudi. Ich lieb dich doch auch hier, ja. Sarah, danke für die 100 Bits. Yo, I don't know, ob du dich noch an mich erinnerst. Hieß damals Baukarte. Ja, klar erinnere ich mich an dich. Ja, und du hattest das grüne Bits-Symbol links neben dir. Dieses hellgrüne da, das weiß ich noch, Baukarte. Klar, hieß damals Baukarte und ich schäme mich zutiefst nur noch auf YouTube aktiv gewesen zu sein. Jetzt schäm dich doch. Schäm dich. Aber jetzt freut mich sehr, dass du hier wieder hergefunden hast. Vielen Dank. Aber ApoRed besteht darauf, dass er die Seriosität vorher gecheckt hat. Seine Seriositätskriterien bei Level Up Germany waren, dass es eine GmbH... Ja, das mit diesem Bit-Symbol, das kann auch falsch liegen. Aber ich dachte, ich habe das noch in Erinnerung. BH ist. Guck mal, danke für die 31 Essen Bits. Waren. Ach übrigens, nicht wundern, den Clip hier habe ich nicht vorgespult. ApoRed kann einfach so schnell reden, weil sein Hirn nicht so viel Sauerstoff nutzt. Es kursiert ja das unlogische, dumme Gerücht, dass ich beim Gewinnspiel jemanden gescampt habe. Ich habe zuvor gesagt, dass bei Gewinnspielen nur mit seriösen Firmen arbeiten will. Das heißt, wenn jetzt so ein Horst von der Ecke kommt und sagt, ey, lass mal ein Gewinnspiel machen mit 5 Bierdosen. Klar, da schreibt er keine Seriosität aus, okay? Jetzt wird aber als Beispiel genommen für den angeblichen Scam das Gewinnspiel mit der Firma Level Up Germany, okay? Der Kontakt kam durch einen Freund, der selber Geschäftsmann ist. Level Up Germany ist eine GmbH, habe ich erstmal gesehen, okay? Das heißt, eine Gesellschaft, waren auch mehrere Leute drin und die haben 25.000 Euro, ne? Erstmal als Stammkapital eingetragen und das Ganze notariell beglaubigt, ne? Deswegen auch eine GmbH. Das heißt, es klingt erstmal sehr seriös. Okay, der ganze Kontakt war nicht nur über WhatsApp und E-Mail oder was auch immer, sondern wir hatten auch ein Geschäftsessen gehabt, okay? Da fragt man sich, warum das für die anderen Firmen kein Kriterium war. Denn Nanogaming und Cadena sind Einzelunternehmen. So ein Gewerbe kann man für 26 Euro anmelden. Nanogaming ist nicht mal notariell. Hallo, 26 Euro hat nicht jeder. Frag mal ApoRed, ja? Nachdem er das Geld an irgendwelche Leute, die er wahrscheinlich so kennt, das ganze Geld denen gibt, damit die das dann verwalten oder was auch immer machen, ja, ist halt kein Geld mehr über, ja. Also jetzt entspannt. Also 26 Euro hat nicht jeder, das ist viel Geld, ja. Notariell beglaublich. ApoRed hat sich bei Level Up Germany im Nachhinein irgendwelche Pseudopunkte herangezogen. In Wahrheit hat er aber einfach nur die Kohle mitnehmen wollen. Der Typ ist viel zu faul, um irgendwas zu prüfen. Das ist doch offensichtlich. Ach, und falls es jemand noch nicht selber gepeilt hat, will ich kurz festhalten, dass es hier nicht um die Gaming-Booster-Firma Level Up geht, die sich auf Insta Level Up Deutschland nennt, sondern eine andere Firma, die sich auf Insta Level Up Germany nennt. Und vor der ApoRed... So dreist eigentlich, ne? So dreist. Richtiger Scam-Verein. Kooperation nicht mal Follower hatte. Auf deren Webseite, die mittlerweile down ist, gab es nie ein Impressum, sondern nur ein Kontaktfeld, worauf sie bei mir zumindest nie reagiert hatten. Und ich hatte denen geschrieben, bevor ich das mit dem Gewinnspiel alles überhaupt öffentlich gemacht habe. Also wie man sehen kann, durch und durch äußerst seriös. Aber es geht noch weiter. Wenn man guckt, wer die Geschäftsführer von Level Up Germany sind, taucht da unter anderem Vural Saritas auf. Den habe ich schon in Payback 28 behandelt.
Lol, das ist der, ja gut, daran kann ich mich erinnern, ja. Der war damals schon für seine fragwürdigen Geschäftspraktiken bekannt und abgesehen davon bei der Gangtour SD-Kartensache dabei. Vural Saritas ist auch Geschäftsführer von Better Call Sweets, die wie schon erwähnt 3 Gewinne beim Level-Up-Gewinnspiel platziert haben, die übrigens ebenso nie eingelöst wurden, auch nicht von Better Call Sweets selber. In welchem Verhältnis steht ApoRed eigentlich zu Vural Saritas, abgesehen davon, dass sie sich weiterhin auf Instagram folgen? Ich bin, by the way, mit meinem Kollegen Vural hier nicht, das denkt, ich trinke allein meinen Kaffee. Was geht ab, Leute? Genau, Vural ist ein guter Freund von mir, ich kenne ihn mega lange. Er managt aktuell auch so ein bisschen meine Musik. Das heißt, wenn Baba Songs kommen, bedankt euch auch bei ihm, ne? Das heißt, das bei Level Up war nicht irgendeine fremde Scammer-Firma für ApoRed, sondern er war mindestens mit einem der Geschäftsführer schon viele Jahre Bros und ist es scheinbar auch weiterhin. Die Webseite von Better Call Sweets, genauso wie die Level Up... Ey, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Better Call Sweets sagt mir was. Hatten die mir mal geschrieben, Better Call Sweets... Instagram. Haben die mir mal geschrieben? Warte, ich guck mal. Nee. Nee. Die haben mir schon mal geschrieben. Das war irgendeine andere, das war dann wahrscheinlich irgendeine andere Seite, die sowas geschrieben haben. Aber auch Witzka Barca folgt denen übrigens. Also die hatten wahrscheinlich da auch schon mal eine Kooperation gehabt. Ja, nee, also es gibt viele solche Firmen, die da solche, Süßigkeiten und was weiß ich da alles raushauen und ja, und sich damit dann ein bisschen profilieren. Wenn sie dir geschrieben haben, solltest du lieber deine Geräte in Salzsäure waschen. Ja, also zum einen das, zum anderen sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, ob ich nicht ein bisschen zu viel Lügen-Content hochlade. Webseite. Ich mache mich ganz, ganz unsympathisch bei den Leuten, die ApoRed folgen und so, wenn die hier diese Reaction sehen. Ja, ey, es tut mir wirklich leid, ich mag euch trotzdem, ja, ihr könnt doch trotzdem Follow da lassen hier und immer am Start sein, ja. Ey, ja, danke übrigens für die ganzen Follows, ja, Lone, Anita, Illuminati God, 19, Buschfliege, Thunder One und das sind innerhalb von 3 Minuten, das ist crazy, vielen Dank, ja. Das sind nach meinem Video offline gegangen. Level Up Germany hat die Kommentare bei dem ApoRed Post auf Instagram ausgestellt, geschrieben, dass das Gewinnspiel beendet ist und bei den Story Highlights wurden die Stories über die Gewinner gelöscht. Und ich frage mich, wo sind denn die Gewinne hin? Hier steht ApoRed auf dem Jacques-Parkplatz in Barmbek und hier hat ApoRed die Gewinne bei sich zu Hause in Jenfeld. Guck mal Leute, was ich hier in meinem Wohnzimmer gesneakt habe. Das ist ja alles für euch, Leute. Ganz entspannt. Ist von einem dicken Gewinnspiel, Freunde, was ich gerade habe hier mit Level Up Germany. Ihr müsst einfach nur meinen neuesten Post abchecken, okay? Ist mega einfach, das hier zu catchen. Steht alles unter meinem Post, okay? Könnt ihr einfach schnell wieder durchlesen. Ey, wenn ihr mich fragt, dann stecken die alle unter einer Decke. Ja, also ApoRed, vielleicht gehört ihr einen Teil von den ganzen Firmen oder die haben sich da irgendwie so geeinigt, weil die gut miteinander sind. Pusht die, kriegt da selber noch ein ganzes Stück was von ab, von diesem Kuchen und am Ende sind da gar keine Produkte drin, sondern es sind einfach nur irgendwelche Hüllen, die er da gefunden hat oder irgendwelche, keine Ahnung, was das für eine Scheiße ist. Junge, das ist doch alles Fake. Junge, alles, was wir hier sehen, ist immer Fake. Wie kann man denn so ein unseriöser Influencer sein? Ich, also wirklich, man denkt so, man kriegt das ja nicht weiter mit. Dann siehst du das bei ApoRed und man denkt sich wirklich so, wie kann alles fake sein? Wie kannst du nur mit unseriösen Firmen zusammenarbeiten? Das geht gar nicht, ja? Also, wie schlecht muss das Standing sein, mit jeder möglichen Scheißfirma zusammenzuarbeiten? Crazy. Wie gesagt, ist ganz easy. Gibt's mega viele coole Sachen zu gewinnen. Na, ihr seht es ja gerade. Ja, check's auf jeden Fall ab, Freunde. Ganz, 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 ganz wichtig. Was ist danach passiert? Wo sind die Gewinne hin? Scheinbar gab's die Sachen ja. Und was ist mit den 25.000 Euro Kapital bei der GmbH? Warum könnt ihr nicht damit das einlösen, was ihr versprochen habt? Ihr labert was von sei ein Teil der coolsten Community Deutschlands und das erste, was ihr macht, ist diese Community zu verarschen. Und dann lügt ihr auch noch. Die coolste Community hab ich nämlich. Und wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, ihr Scheißversager. Aber es gab ja nicht nur Gewinnspiele, wo Leute nichts... Nein, die coolste Community ist hier. Ja, also chill. Bekommen haben. Und ich habe auch Leute abgezogen, wo ich meine privaten Sachen verkauft habe. Digga, ich habe irgendwie 500 Sachen von mir verkauft, ne? Also jetzt von meinem Personal Stuff. Robin, hast du recht, ja. Und 500 Sachen müssen dann auch verschickt werden oder Geld zurück. Über Kleiderkreisel, über eBay Kleinanzeigen, ne? Meine Accounts haben 4,9 Sterne von 5 gefühlt, ne? Also kann ich mal hier kurz einblenden. Okay, was könnte man daraus jetzt ziehen? Aus diesen Accounts? Giorgi Lena, Timon Winkler, Mauro News, sehr angenehmer Umgang und Bezahlung ohne Probleme. Sieht bis jetzt alles in Ordnung aus, aber ich kenne mich auch nicht aus bei Kleiderkreisel. Was könnte man finden, dass das komisch ist?
Wahrscheinlich bin ich jetzt hier irgendwo auf Scammer unterwegs. Also ich wurde schon 100 Mal gefühlt gescammt. Aber dass man wieder versucht, ja, hier Red, hier, du bist da ein Scammer, etc. Erstens blendest du hier auch Bewertungen ein, wo du selber offensichtlich Käufer warst und nicht nur Was? Sehr gut, schnell bezahlen. Hä? Hä, wo kann man denn das rausbekommen? Hä, wo sieht man, dass er der Käufer war? Netter Kontakt, schnelle Bezahlung, alles super, gerne wieder. Okay. Verkäufer. Und zweitens, wenn sich 10 Leute jeweils ein Eis kaufen und einer hat keins bekommen, dann gibst du den... An der Antwort? Das sieht man am Text an der Antwort. Wenn sich 10... Du selber... Wo kann man das erkennen? Antworten, Antworten. Das ist also... Hier muss ja eigentlich ein Unterschied sein zu dem hier. Sehr korrekt, alles top. Sehr gut, sehr schnelle Zahlung. Netter Kontakt, schnelle Zahlung. Ah, lol, ja, ich verstehe das, Hier steht immer netter Kontakt, schnelle Zahlung, guter Käufer, alles top. Sehr gut, schnelle Zahlung. Netter Kontakt, schnelle Zahlung, alles super, gerne wieder. Also irgendwie immer die gleichen Nachrichten. Ja, ich dachte vom Optischen her muss ich irgendwas hier noch sehen. Also irgendwie das Antwortsymbol fehlt oder sonst irgendwas. Okay, es ist sehr ähnlich. Offensichtlich Käufer warst und nicht nur Verkäufer. Und zweitens, wenn sich 10 Leute jeweils ein Eis kaufen und einer hat keins bekommen, dann gibst du dem entweder noch das Eis oder er kriegt sein Geld zurück. Da kannst du nicht sagen, die 9 Leute fanden das Eis aber geil. Den einen hast du dann doch trotzdem abgezogen. Und in deinem Fall hast du ihn ja wirklich abgezogen. Denn er hat dir mehrfach E-Mails geschrieben, ich habe darauf hingewiesen und dann sagst du das hier. Ganz ehrlich, das ist einfach nur dumm. Ich habe es nie nötig gehabt, da irgendjemanden zu scammen wegen 100 Euro oder sonst was. Das würde ich aber nicht machen, wenn mal irgendwo ein Fehler unterlaufen ist, dann war es auch nie absichtlich, okay? Ich sehe mich auch wirklich jetzt nicht irgendwie in einer Rechtfertigung, dass ich jetzt irgendwo ein Scammer bin oder sonst was. Es ist so dumm und es ist so... Wenn es ein Fehler ist, dann war er nicht absichtlich. Apo Red hat in seinem Leben schon ziemlich viele... sehr komisch, unabsichtliche Fehler gemacht, ja, also eigentlich dauerhaft, also ich weiß nicht, ob die ganze Karriere ein unabsichtlicher Fehler war mit YouTube, aber ja, keine Ahnung, da ist ja einiges sehr unabsichtlich fehlerhaft passiert. Los, Freunde. Wenn du es vergessen hast und jetzt immer noch das Geld nicht zurückgibst, dann bist du ein Betrüger. Du kannst die E-Mails einsehen. Du hast seine Bankverbindung. Du wurdest öffentlich darauf hingewiesen. Kannst jetzt nicht mehr sagen, dass du davon nichts weißt. Und entscheidest dich trotzdem dagegen, irgendwas auszubessern. Was bist du denn jetzt sonst, wenn du kein Betrüger bist? Und apropos Geld. ApoRed behauptet nach wie vor, dass er nirgends vor Gericht verloren hätte. Mimi hat behauptet, ich habe vor Gericht verloren. Was ja bis dato gar nicht der Fall ist. Ich habe bis dato, bis heute, wo ihr gerade das Video seht, noch nirgends von irgendeiner Schrittperson, die Scheiße wird behauptet, vor Gericht verloren. Bis heute. Das ist wieder eine Lüge. Er hat bis jetzt alle zivilrechtlichen Klagen vor dem Landgericht Köln verloren. Die Sachen hatte ich auch schon eingeblendet und man findet es auch... Was würdest du dich eher mit Rezo oder mit Mimi anlegen? Also ich glaube, ich würde mich eher mit Rezo anlegen. Ich weiß, der würde mich halt zerficken und das würden dann vielleicht 1 Million Leute sehen. Aber ich glaube, es wäre anstrengender, mich mit Mimi da abzugeben, weil Mimi dann halt die letzten 5 Jahre von mir rausholt, was ich alles falsch gemacht habe. Und ich glaube, dann würden so 20 Videos kommen, dann wäre ich auch am Arsch. Also da lieber ein heftiges Zerstörungsvideo, als dass ich meine gesamte weitere Laufbahn die ganze Zeit Zerstörungsvideos abbekomme und jeder denkt, ich bin ein absoluter Vollidiot. Weil guck mal, bei Rezo, guckt euch das mal an. Rezo hat ein Video gegen Tubo gemacht. So, was ist jetzt mit Tubo passiert? Tubo hat gesagt, ey, ja, das war falsch so und ne, hat sich da entschuldigt. Bei Tubo lief es danach noch genauso weiter, wenn nicht sogar noch besser weiter. Was ist bei ApoRed? ApoRed bekommt ein Video nach dem anderen, der bekommt dermaßen auf den Sack und guckt das doch bei ihm an, so, die Entwicklung. Na, ist schwierig. Oder auch wie man ihn jetzt ernst nimmt. Ja, in Tubo kannst du ernst nehmen, aber in ApoRed ist es schwierig auf jeden Fall. Auch in zensierter Form bei OpenJur. Das ist eine Rechtsprechungsdatenbank. Ja, Link in der Beschreibung. Stand jetzt steht nur noch ein zusätzliches Urteil aus, was wir wahrscheinlich im September erst haben. Alles andere ist faktisch durch. Wenn er nirgends verloren hätte, warum wurde er dann auf 2000 Euro Ordnungsgeld verklagt? Ich habe auch schon gezeigt, dass er beantragt hat, das in Raten zu zahlen. Was bei 2000 Euro schon etwas merkwürdig ist als absoluter Rich Guy. Und jetzt kommt das Krasse. Er hat es nicht mal geschafft, in Raten zu zahlen. Er hat keinen Cent bezahlt und bei Gericht bis heute... Hä, aber verdienen nicht ApoRed Trilliarden? War das nicht so, dass es ein... Wollte er nicht in Istanbul
mehr Familienblocks bauen oder generell so, so Blöcke bauen, wo also nicht nur ein Haus, sondern so eine riesen, wie so eine Wohngesellschaft, was man so kennt, so, so 30 Stöcke in Istanbul, wo wahrscheinlich der Quadratmeter 5 Milliarden Euro kostet, einfach mal dorthin platzieren. War das nicht so? Ich dachte, ich kann mich daran noch sogar ganz gut erinnern. Er hat ganz Großes vor eigentlich. Der hat auch mindestens 28 Firmen, so ist es. Scheiße. Heute eine veraltete Wohnadresse angegeben, wo man ihn nicht auffinden kann. ApoRed versteckt sich derzeit und drückt sich vorm Gerichtsvollzieher. Das ging sogar schon so weit, dass das Gericht uns quasi schon gefragt hat, ob wir wissen, wo er zu finden ist. Ja, aber Mimi weiß Dave, wo er zu finden ist, oder? Also komm, es ist Mimi, als ob Mimi nicht weiß, wo er wohnt. Auch beim Einwohnermeldeamt ist nur eine veraltete Adresse hinterlegt. ApoRed versteckt sich in dieser Bude hier, zieht den ganzen Prozess nur künstlich in die Länge und verursacht damit neue Kosten für den Staat. ApoRed ist asozial. Aber natürlich muss er auch mit seinem Raufaser-Tapetenversteck flexen. Für heute eine ganz, ganz knackige Wohnungstour. Ich habe auch hier vieles in die Mitte platziert, weil jetzt die Tage der ein oder andere Mal in der Hase kommt. Ja, die Wandfarbe wird verändert von weiß auf altweiß, Freunde. Ja, Freunde, wir haben hier auf jeden Fall ein Wohnzimmer, stabile Fenster erstmal. Ohne Gardinen, muss man natürlich dazu auch erwähnen. Und dann haben wir die Terrasse. Die Terrasse ist todesheftig. Ich kann jetzt nicht viel zeigen, weil ich habe keinen Bock, dass man jetzt irgendwie liegt, wo der Hase sich gesneakt hat. Es ist auf jeden Fall... Die Terrasse ist todesheftig. Ey, ohne Scheiß, ich will nicht schämen, ne? Aber ich finde die Terrasse, das hat so ein bisschen Beton und nichts drauf. Da ist nicht mal viel Platz oder so. Weißt du, es ist eine Terrasse, also es ist ein Balkon oder... Terrasse verbinde ich immer mit sehr groß, aber das ist halt ein Balkon, wo man sich... eine Pflanze noch hinstellt und einen kleinen Tisch und einen Stuhl vielleicht. Ich will jetzt nicht flexen, aber wir haben zum Beispiel eine Terrasse mit 30 Quadratmetern, so, da haben wir eine, das nenne ich eher Terrasse, weil da haben wir noch Gartenmöbel, da haben wir noch einen großen Sonnenschirm und Liegen drauf und gefühlten botanischen Garten. Ist nicht meins, ist alles, Tina mag das so mit diesem botanischen Garten. Aber das würde ich tatsächlich eher sogar als Terrasse bezeichnen, anstatt das Ding da. Eine stabile, durchgehende Terrasse, da ist auch noch ein Fenster, das so rüber zur Küche geht. Also da, wo ich herkomme, nennt man deine todesheftige Terrasse Balkon. Geh mal rüber zur Küche, Freunde. Und da ist so das Einzige, wo ich sage, was mich so ein bisschen stört. Sonst finde ich die Wohnung perfekt in jeder Hinsicht. Schnitt, Größe, Lage sowieso, Freunde. Lage ist für mich die beste in Hamburg, deswegen habe ich mich auch für diese Wohnung entschieden. Diese Wand, Freunde, ich hatte mir gedacht, komm, ich schnippel da also vielleicht ein bisschen hier herum, so ein bisschen Haohi und kann da vielleicht noch so eine Kochinsel hinzusneaken. Ja, erst die Wand streichen und dann die Wand einreißen, das ist die richtige Reihenfolge. Schön groß, ne? Schön breit auch, es ist perfekt geschnitten für mich, ne? Das heißt bei mir das süße Wohnzimmer, die Küche und eine stabile Flur, schön breit, schön groß. Noch schmaler kann der Flur durch die Wohnungstür zwar gar nicht sein, aber vielleicht kannst du den ja noch breit bauen für 120.000 Euro und 600 PS. Und jetzt haben wir das Schlafzimmer. Und ich sage, das Schlafzimmer top. Ich kann natürlich nicht viel zeigen, weil Fenster und man kann liegen, Adresse, bla bla. Schön geil geschnitten. Ich mag, dass das hier so... Ey, warte mal ganz kurz. Können wir mal bitte uns darüber einigen, wie kann denn ApoRed nicht dazulernen? Wirklich, jedes Mal zeigt er den Grundriss einer Wohnung und jedes Mal nimmt Mimi ihn hops aufgrund des Grundrisses der Wohnung. Man muss doch irgendwann mal dazulernen und merken, ey, wenn ich ständig meine Räume zeige... wird Mimi rausfinden oder irgendein Zuschauer von ihm rausfinden, was das für ein Grundriss ist. Das ist doch, irgendwann muss das doch mal Klick machen. So, wollen wir wetten, irgendjemand weiß schon wieder, wo ApoRed wohnt und das noch nicht mal, weil er ihn gesehen hat dort in der Wohnung, sondern weil die Grundrisse kennen. Aber ey, das ist schwierig, ne? Also ihr, ey, das ist auch lustig, ihr kennt nicht mal, ich wohne seit 2 Jahren, also Tina und ich plus Mali, ja, wir wohnen seit 2 Jahren hier in der Wohnung. Ich habe euch noch nicht einmal alle Ecken gezeigt in der Wohnung, ja, wie das aussieht, was wie ist. So, ApoRed, wirklich, sobald der einzieht, kompletter Grundriss. Wobei, doch, ich habe euch ein Roomtour-Video gemacht auf InCav. Da war noch nichts eingeräumt. Gut, doch, ihr könntet mich wahrscheinlich hopsen damit. Schmal ist, das hat so leichte Hotelroom-Vibes, ne? Ja, schon, hat bis ins 2016er Gangtour-Hotelzimmer-Vibes, wo man mal vergessen kann, dass man Berührungsängste bei fremden Frauen hat. Ja, ist schon ein ganz nicer Vibe. Es ist ein schöner Raum, super geschnitten. Ja, also wir haben hier fast 5 Meter. Johnny weiß es nicht. Breite. Sei leiser. Und Länge auch top. Höhe auch fresh, ne? Egal ob flache Decken oder bisschen höhere Decken. Riecht nice, auch relativ hoch. Mega nice, ne? Für ApoRed ist die Deckenhöhe immer perfekt. Wenn ApoRed in einem Altbau mit richtig hohen Decken wohnen würde, wäre die Deckenhöhe auch richtig fresh und mega nice. Das gleiche würde der doch auch in der Hundehütte sagen. Ja, für mich ist auch neu, muss natürlich auch schwarz sein. Am liebsten schwarz matt, muss ich zugeben. Aber finde ich nicht so schlimm. Hoffentlich kommt noch die Szene. Die Szene mit dem Wasserhahn. Oh, hat er noch eine Szene mit einem Wasserhahn, wo er sagt, ey, hier, alles ordentlich, alles ordentlich. Und dann gibt das so an, dass da Wasser läuft. Und das Geile an dieser Kaffeemaschine ist, du kannst 2 Latte Macchiatos gleichzeitig machen. Dicker,
Also mega nice. Wow. Krass, zwei Latte Macchiato gleichzeitig machen? Das ist zwar komplett Standard bei Vollautomat-Kaffeemaschinen, aber weil es ApoReds Kaffeemaschine ist, ist es ein geisteskrankes Premium-Feature. ApoRed würde auch bei einem Fahrrad hervorheben, dass seins sogar eine Klingel hat. Digga, was? Und man kann sogar bremsen. Also mega nice, ne? Halt's Maul. Ich hab aber leider so ein bisschen diesen personalisierten, diese leicht personalisierten Geschichten auch in Mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn ApoRed noch sagt, da ist sogar Milch. Also, man kann einfach Milch mit aufkochen, wie crazy. Generell habe ich so ein bisschen diesen Knacks, also ein kleiner Fun-Fact: fast alle meine Jeans und fast alle meine Jacken sind maßgeschneidert, ne? Genau, fast alle Markenjacken hier wurden für den allerechten ApoRed extra in einer Maßschneiderei gefertigt. Junge, du hast höchstens mal eine Hose im Zara kürzen lassen. Oh, scheiße, ich finde das. Ich find's lustig, das ist da jetzt nicht alles so krass fronten, aber einfach unterhaltsam. Optimal schön groß. Also generell die Wohnung ist sehr schön, ist sehr groß. Wir haben fast 100 Quadratmeter und ich bin sehr zufrieden. Ja, ich würde da wahrscheinlich insgesamt locker einen Fuffi reinstecken müssen, damit der Hase so richtig optimal ist. Aber da ist auch wirklich alle neuen Elektrogeräte, da sind auch, keine Ahnung, Diele dabei. Ne? Boden würde ich lassen, den finde ich im Boden todesfresh. Aber da sind viele Sachen dabei, ne? Wie indirekte Beleuchtung und die komplette Einrichtung, alles halt. Ne? Jetzt mal kurz Real Talk. Wie wär's denn mal, wenn du diese 50.000 Euro erstmal nutzt, um deine Schulden bei den ganzen Leuten zu bezahlen? Das wäre doch eigentlich viel angebrachter, findest du nicht? Aber leider kann man ApoRed nicht catchen. Es weiß weder das Einwohnermeldeamt noch das Gericht, wo er ist. Und nein, es ist nicht die Adresse, die er bei der Bank oder bei den Insolvenzleuten angegeben hat. Da hat er nämlich noch nie gewohnt. Aber wer könnte denn jetzt noch die Adresse wissen, wenn weder das Gericht noch das Einwohnermeldeamt, die Bank oder die Insi-Leute die Adresse wissen? Ja, dreimal dürft ihr raten. Ja, meine Festplatte natürlich. Ich werde die aktuelle Adresse selbstverständlich nicht leaken, genauso wie ich nicht leaken werde. Also das ist echt verrückt. Ich hab euch gesagt, natürlich weiß man, wo der wohnt. Irgendjemand weiß es selbst. Das ist krass. Gerade in welcher Garage der Range Rover gerade steht. Ich kann aber so viel garantieren, dass es nicht ApoReds Garage ist und auch noch nie war. Und zu ApoReds jetziger Wohnung will ich euch auch ein paar Sachen sagen. Erstmal vorweg, die Wohnung ist natürlich nicht von Red gekauft. Die einzige Immobilie, die er je besessen hat, war ja eigentlich nur sein Kartenhaus, was er selber gebaut hat. Also wir haben es hier mit einer normalen Mietwohnung zu tun. Die Wohnung ist jetzt aber nicht so eine überfreshe Wohnung, die er sich gesneakt oder gesaved hat, sondern er hatte gar keine Wahl. Denn das, was er hat, ist eine Sozialwohnung, die zugeordnet wurde. Das lief über den sogenannten ersten Förderweg in Hamburg und ist für Leute mit einem niedrigen Einkommen vorgesehen, wo man mit einem Wohnberechtigungsschein wartet, bis eine Wohnung bereitgestellt wird. Es ist auch schon wieder... Was? Ey, Free Cheester oder Frickstar, ey, vielen Dank für den Prime-Sub, Liebe. Leute, lasst einen Sub da, wenn ihr Langeweile habt und wirklich nicht wohin wisst mit eurem Geld. Könnt ihr machen, dann wächst euer Penis um 20 cm mindestens, auch bei den Frauen. Vielen Dank, wirklich. Warte mal. Aber ich das gerade, also, das bedeutet, ApoRed bekommt die Wohnung nur, wenn er Glück hat und hat sozusagen ein Los bekommen, dass er dort rein kann, in diese Wohnung, weil er zu wenig Geld hat. Alter, das heißt, es ist nicht mal eine Wohnung, die er sich selbst ausgesucht hat, sondern er hat die zugestellt bekommen vom Sozialamt. Scheiße. Okay, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich dachte so, der hat sich jetzt noch von seinem Ersparten doch noch irgendwie eine Wohnung gesneakt. Aber mich schockiert es eigentlich auch gar nicht mehr. Mich schockiert es gar nicht mehr so krass. Sag ich euch ehrlich. John Serica Downsupport. Jo, jetzt hat es noch gefruchtet. John wollte auch einen 20 cm Glied haben. Ich danke dir doch. Vielen Dank. Leute. Ich trinke auf euch. Sehr frech, dass er behauptet, dass sich die Wohnung die wenigsten von uns leisten könnten. Ich habe halt selber jetzt demnächst eine Wohnung abgesaved. Das ist demnächst eine frische Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung, okay? Mitten in der Innenstadt von Hamburg. Das könnte sich die meisten voll Spackos gar nicht leisten, die jetzt so dumme Sachen schreiben oder so dumm reagieren. Ist halt einfach Real Talk. Während die Voraussetzung für die Wohnung ein niedriges Einkommen ist. Der Quadratmeterpreis bei so einer Sozialwohnung darf nicht über 6,90 Euro liegen. Wenn die Wohnung knapp 100 Quadratmeter ist, wie er behauptet, dann kostet die unter 700 Euro. Und das Witzige ist, dass... Ich kann mir vorstellen, by the way, dass es nicht mitten in Hamburg liegt. Also ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir so vorstellen, dass es irgendwo am Rande so, aber er möchte uns jetzt hier wieder irgendwas erzählen. Ihm, wenn er alleine wäre, nur 50 Quadratmeter zustehen, heißt, damit ihm so eine große Sozialwohnung überhaupt zusteht, muss er sich die Wohnung noch mit mindestens drei anderen teilen. Der wohnt da nicht alleine, der tut aber so. Also was für eine ekelhafte Aussage ist das? Alter, stell dir vor, du bist Mimi-Zuschauer.
Stell dir vor, du bist Mimi-Zuschauer und wohnst mit Red unfreiwillig in einer Wohnung. Junge, das ist doch einfachstes Spiel für Mimi. Er hätte einfach seinen Kontakt. Er hätte einfach direkt seinen Kontakt und es wird auch so bestimmt, es wird safe so sein. Bitte in seiner Position zu sagen, dass die meisten von uns sich das nicht leisten könnten. Und versteht mich nicht falsch, ich habe selber schon in richtigen Löchern gewohnt und war auch damals Containern, um Geld für einen PC zu sparen, um besser Videos produzieren zu können. Ich habe Obst und Gemüse aus Müllcontainern von Supermärkten gefressen, aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, eine komplett gegenteilige Fassade aufzubauen und andere damit zu fronten, dass sie neidisch auf meinen Lifestyle sind, welchen ich überhaupt gar nicht habe. Das ist mit das Peinlichste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Und das macht ApoRed, ohne rot zu werden. Und genau der Typ versucht mich dann ganze Zeit als Psycho darzustellen. Von wo kommt denn diese ganze Scheiße? Von wem kommt denn diese dumme Scheißenergie? Wer ist denn diese Mainströmung von der ganzen Scheiße? Mr. Psycho-Knacks, wahrscheinlich himself, Mimi. Kümmert euch doch lieber um ihn, wenn ihr so möchtet, ein Hobbypsychologen seid, okay? Und plötzlich hat er was Krasses gegen mich in der Hand, was meine gesamte Glaubwürdigkeit bröckeln lässt. Und jetzt mal beim Thema Beweisen und richtigen Lügen sind. Und auch bei Mimi, okay? Lass doch mal nur kurz aufleuchten. Wie vertrauenswürdig ist dieser Kollege überhaupt? Was ist denn einer seiner bekanntesten Stories auf ganz YouTube in seiner gesamten Laufbahn, die SD-Kartengeschichte, okay? Okay! Ah, oh, scheiße. Wieder mit der scheiß SD-Karte. Das fuckt mich jetzt schon wieder ab. Megolithius-X200. Imagine, du wohnst in einer WG und plötzlich kommt ApoRed der Zellul. Junge, ey, versetzt euch mal in die Lage. Dankeschön für die 200 Bits, Bruder. Versetzt euch mal wirklich in die Lage. Ihr seid einfach in der WG, ja? Und dann wird gesagt, ey, den nehmen wir und dann kommt der rein und ist einfach ApoRed. So einfach so. Und du weißt eigentlich so, egal was der jetzt sagen wird, ich weiß nicht, ob ich den trauen sollte. Scheiße, ich will es mir nicht vorstellen, aber ich glaube, der Gedanke wäre schon crazy. Ey, ich denke, ApoRed ist wirklich menschlich gesehen ein sehr freundlicher Typ, den man aber trotzdem irgendwie nicht glauben kann, weil der einem ein Lifestyle vorlebt, der so nicht existiert. Ja, also, puh. Also, das ist Wahnsinn, wirklich. Was ich jetzt hier schon wieder die 25 Minuten gesehen habe, das sagt mir schon wieder alles, zeigt mir alles, ja, dass man ApoRed einfach nicht glauben kann. Es geht einfach nicht. Was auch immer die SD-Karte mit ApoReds Versager-Dasein zu tun hat, erschließt sich mir nicht ganz. Aber ich gehe trotzdem mal im Schnelldurchlauf auf seine Punkte ein. ApoRed sagt, dass ich lüge, weil mein Bildschirm nicht aufgeklappt war. Obwohl das überhaupt nichts an irgendwas ändert. WG-Putzplan ist einfach eine Liste von Quests. Oh, das ist geil. Junge, stell dir vor, er macht einfach so eine Tafel. So, normalerweise machst du so eine Tafel und dann wird gesagt, ja, das machst du zu dem Tag. Ne? So, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und so. Und ApoRed erstellt diese Tabelle, nennt die Tabelle so Quests und verteilt diese Aufgaben nur an seine Leute, so, aber nicht für sich, ey, wirklich. Ich kann es dir gut vorstellen. Weil ich hatte meine Lekria mit ausgeklapptem Bildschirm draußen und hatte den gefilmt und der hat mich währenddessen mit seinem Handy gefilmt. Ja, lustigerweise hat dann Leon die Aufnahme geleakt, wie es dann wirklich aussah. Alles klar, Digga. Ich hatte meine Lekria mit ausgeklapptem Bildschirm draußen. Dein süßer Kollege KuchenTV sagt, du hast gelogen. Wie gesagt, es ändert nichts. Schaut dazu mein Payback 14, da bin ich schon auf den Punkt eingegangen. Und übrigens, KuchenTV hat gar nicht gesagt, dass ich beim Bildschirm gelogen habe. Deswegen konnte ApoRed diese angebliche Kuchenaussage auch gar nicht einblenden. Also lügt hier gerade ApoRed eigentlich. Aber gut, das ist jetzt auch nichts Neues. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe nicht am Anfang gesagt, dass wir das beide filmen, sondern mittendrin. Obwohl das auch überhaupt nichts an irgendwas ändert, weil Leon und ich sowieso beide in dem Moment schon gefilmt haben. Geil ist auch deine Lüge zu dem, was du angeblich direkt am Anfang gesagt hast. Gegenseitig die Kameras aufeinander gerichtet. Und dann meine ich zu ihm, okay, lass uns das beide hier, den folgenden Dialog komplett filmen, sodass sich das keiner irgendwie zurechtschneiden kann. Dass du meintest, ey, lass den Dialog hier komplett filmen, sodass hier keiner was schneiden kann. Das hast du erst ganz, ganz spät gesagt. Das sieht man doch hier bei den YouTube-Videos. Hast du nicht so am Anfang gesagt? Also was laberst du hier für einen Müll? Aufnehmen, willst du es oder willst du? Ja, ich will. Wir diskutieren das vor der Kamera aus. Okay. Wie gesagt, es ist scheißegal, wann ich das gesagt habe. Es ändert einfach nichts. Und selbst wenn es irgendwie... Das spielt auch gar nicht zur Diskussion. Das hat auch damals gar keinen Sinn gemacht. ApoRed ist plötzlich aus dem Nichts auf die SD-Karte wieder zurückgegangen. Die schon gar kein Thema mehr war. Aber er wollte unbedingt ablenken auf irgendein anderes Thema, damit er nicht mehr im Hauptfokus steht. Bei Mimi. Das ist auch nochmal wichtig, dass er da auch mal
Kick verteilt hat. Wichtig an der Stelle. Wenn was ändern würde, könnte ich auch wie ApoRed argumentieren, dass ich doch gar nicht gelogen habe, sondern nur die Unwahrheit gesagt habe. Und außerdem soll man mich nicht so wörtlich nehmen. Vielleicht meine ich ja was anderes. Und wenn ich so argumentieren würde, wäre der Unterschied zu ApoRed trotzdem immer noch, dass er sich durch seine Unwahrheiten immer Vorteile und Alibis verschaffen wollte. Im Gegensatz zu den SD-Kartenpunkten bei mir, die komplett belanglos sind, was Vorteile verschaffen angeht. Erklär uns mal, warum hast du da gelogen? War das einmalig? Ist es ein generelles Verhaltensmuster, dass du bei solch wichtigen Sachen lügst? Ja, gute Frage. Bei solch wichtigen Sachen. Das war wirklich die wichtigsten Sachen tatsächlich. Frage, warum könnte ich da gelogen haben? Mir fällt da nichts ein. Erklär du mir doch, was ich davon hätte. Du kennst dich doch darin viel besser aus als ich, du Frevel. So, jetzt kommen wir noch zu ApoReds dritten Punkt. Er sagt, ich hätte diesen Clip als Videobeweis genommen, dass ich nicht undercover gefilmt habe. Dabei ist die Aufnahme des Clips erst gemacht worden, als Leon wusste, dass ich filme. Das Ding ist, ich habe das dafür nie als Beweis genommen, sondern ich habe damit gezeigt, wo du saßt. Und wenn du laut deiner Aussage von da gesehen haben willst, dass ich undercover filme, dann kann das ja schlecht undercover gewesen sein. Genauso habe ich das auch in meinem Video gesagt. ApoRed baut jetzt aber ein Strohmann. Jetzt hat aber Leon in seinem Statement gesagt, dass du erstmal heimlich aufgenommen hast. So hat halt die Kamera ungefähr hier in der Höhe gehalten, hat sein Bildschirm extra nicht aufgeklappt, damit man nicht sieht, was er filmt. Währenddessen hat er gemerkt, dass ich gemerkt habe, dass er filmt, hat seine Kamera dann so ein bisschen locker nach vorne gehalten, ne? So ein bisschen nach vorne gehalten, hat er noch meine Kamera gezückt. Leon hat gesagt, dass Mimi die Kamera so hatte, okay? Er hat so heimlich aufgenommen, hat er noch einen Zeitpunkt genannt, und zwar vor seiner Handyaufnahme. Er hat ganz klargestellt, und das versteht jeder dumme Drittklässler, dass er von den Zeitraum gesprochen hat, bevor Leon diese Aufnahme gemacht hat, okay? Diese Leak-Aufnahme, die er auch gezeigt hat. Ich habe das Ganze auch bezeugt und ich habe das Ganze auch bestätigt. Mimi hat wieder den Baba-Beweis und hat das wieder mal komplett hops genommen. Jetzt kommt sein Beweis. Ich muss aber sagen, hat Mimi ein bisschen mit dem Goofy-Modus angefangen, indem er einfach heimlich aufgenommen hat. ApoRed hat also gesehen, dass ich heimlich gefilmt habe. Mimi, wir sind doch geprankt, oder? Wir sind geprankt, Digga. Mimi, wir sind geprankt, oder? Was kannst du machen? Er saß da und hat gesehen, dass ich heimlich gefilmt habe. Ja, wie heimlich kann ich denn gefilmt haben, wenn ApoRed das von da sieht? Richtig, ich habe gar nicht heimlich gefilmt, sondern offensichtlich. Leon sprach von einem ganz anderen Zeitpunkt. Er sprach von dem Zeitpunkt vor der Handyaufnahme. Also kannst du doch nicht die Handyaufnahme als Beweis nehmen, weil das ja später stattgefunden hat, du Sherlock Holmes. Junge, du blendest mein Video sogar ein und erklärst meinen Punkt trotzdem falsch. Wie blöd bist du, ApoRed? Ja, ja, ja. Das soll der Beweis sein? Das sieht dir ganz eindeutig nach bewusster Manipulation aus. Genau, genau. Ja. Du nimmst Aufnahmen und manipulierst sie so für deine Aussagen. Sagt er, nachdem Abdel in seinem Video rausgeschnitten wurde, damit er sagen kann, dass er da mit den Jungs schon weg war. Okay, das war's zum SD-Karten-Thema. Und dann erzählt er nochmal Scheiße zum Carina-Thema. Mimi hat nicht nur einmal, sondern mehrmals behauptet, dass ich angeblich gesagt habe, ja, der Carina-Chat ist gefaked, der Chat ist gefaked. Und er hat auch mal wieder hier Beweise geliefert, Leute. ApoRed meint einfach, bitte los, ist fake. Und Red behauptet in Insta-Stories einfach, dass die Verläufe gefotoshoppt sind. Wollte man das Original hören, was eigentlich wirklich der Fall war? Also ungeschnitten, manipuliert von ihm. Natürlich, der Carina-Sache haben mir da richtig viele mit dir angeschrieben. Red, Digga. Michi, grüß dich. Die Verläufe, die sie gepostet hat, waren verfälscht. Wenn das wirklich gefaked ist, wenn man das nachprüfen kann, aber bevor ich hier dicke Statements raushaue, wird erstmal erforscht. Ich habe nur lediglich gesagt, dass Leute auf mich zugekommen sind und meinten, dass der Chat gefaked sei. Das ist ein harter Unterschied, als wenn ich sage, der Chat ist gefaked. Und zusätzlich dazu habe ich sogar den ganzen Chat noch als authentisch bestätigt. Ja, korrekt, dass du das auch mal erwähnt hast. Er behauptet, dass ich das nie erwähnt habe, dass ApoRed die Chats für echt befunden hat. Dabei habe ich das erwähnt. ApoRed hat da aber einen Cut am Ende gesetzt, wo ich das gesagt habe. So hat Carina ihre Sicht der Dinge erklärt, einen Chatverlauf von 2016 eingeblendet und ApoRed meinte einfach, der Verlauf ist fake. Als Carina dann einfach zig Verläufe gepostet hat, waren die Verläufe dann plötzlich doch nicht mehr fake. Und dann habe ich das hier nochmal gesagt. Zuerst hat er gesagt, die Chats von Carina sind fake. Die Verläufe, die sie gepostet hat, waren verfälscht. Die Schriften haben nicht gepasst, alles war schief, etc. Hat dann gesagt, dass sie echt sind. Er hat es von professionellen Grafikern prüfen lassen. Und ich habe auch gesagt, ich setze mich da mit meinem Designer-Team zusammen, was ich auch gemacht habe am Ende des Tages. Und das hat sie am Ende des Tages herausgestellt, die Chats waren nicht gefaked. Und das habe ich dann auch in der Story gesagt, okay? Ja, ich würde das auch nicht direkt da sagen, dass sie das irgendwie das gefaked hat oder so. Weil ich habe anfangs auch gedacht, sie hat das gefaked. Bin ich ehrlich, ich habe ja auch gedacht, sie hat irgendwie Verläufe gefaked. Aber es hat sich herausgestellt, dass es kein Fake war. Ist auch alles cool. Lustig ist, dass ApoRed Mimi unterstellt, dass er ein Manipulator ist. Und ApoRed macht genau das, was er Mimi vorwirft. Auch sehr, sehr cool. Also halten wir an dieser Stelle kurz fest. ApoRed hat in seinem Turn-On-Video wieder Scheiße über mich gelabert. Aber es wird noch besser. Denn in meinem Entschuldigungs-5-Video habe ich noch das hier gesagt. Beim letzten Gerichtstermin im September hat er aber wieder die Position vertreten, dass der Chatverlauf fake ist. Und das beweise ich jetzt noch, denn ich habe das Anwaltsschreiben, was ApoRed vor Gericht vorgelegt hat. Hier hat er vor Gericht im Mai 2021 behauptet, dass die Chats fake seien. Und hier auch nochmal im August 2021.
2021 und hier auch nochmal ein Jahr später im August 2022. Gleichzeitig sagt er in dem Turn-On-Video, dass er nie gesagt hätte, dass die Chats fake seien. Dabei hat er das offiziell vor Gericht behauptet. ApoRed natürlich wieder nur am Lügen, aber schauen wir mal weiter, was er noch an meinen Videos zu kritisieren hat. Benutzt deine Intelligenz nicht und dann... Es kann nicht sein, wirklich. Es kann nicht sein. Ich weiß nicht, wie... Vor allem das Ding ist, man merkt ja wirklich bei ApoRed, der hat ja schon so viel gelogen, dass er nicht mehr weiß, was hat er alles schon gesagt. Ja, wo soll er jetzt noch anfangen? Ja, der weiß es nicht. Ich glaube, der hat sich so ein krasses Lügennetz aufgebaut, dass es jetzt so langsam bröckelt, weil Mimi dahinter gekommen ist, wo er jetzt überall sich widerspricht, weil er nicht mehr weiß, was er damals gesagt hat bei der Lüge. Also, das ist schon, das ist mega offensichtlich, dass ApoRed nicht mehr weiter weiß. Ja, der weiß nicht mehr, wo er wie gelogen hat. Und deswegen widerspricht er sich am Stück, das ist krass. Und ja, ich bin der Allerechte sogar, Philo Bio. Skill und deine brutalen Bearbeitungsskills nicht um irgendwelche Wahrheiten aufzudecken, sondern du nutzt sie, um zu manipulieren und um zu wahrscheinlich zu lügen. Genau. Und das machst du. Du nimmst Aussagen von mir, schneidest sie zurecht, du nimmst irgendwelche Sachen, reißt sie komplett aus dem Kontext. Ich meine, komm, ein Beispiel ist mir noch gerade vor spontan eingefallen. Ey, das Beispiel ist geil. Leute, er sagt... Ey, ich habe ja gesagt, ich bin da irgendwie mit 14 Jahren oder so zum Islam konvertiert, okay? Weil er sagt jetzt, das ist gelogen, weil... Leute, ich schneide euch an, das muss ich jetzt mal kurz einblenden. ApoRed ist ja in Deutschland geboren. Ja, als Ahmad, in Anlehnung an den Propheten Mohammed. Mit muslimischeren Namen kann man kaum geben. Er sagt, das ist gelogen, weil meine Eltern haben mich jetzt Ahmad genannt. Das ist gelogen, deswegen kann ich ja gar nicht konvertiert sein. Das ist ein Beweis. Ich wollte damit... Ja, also das fand ich damals auch nicht so gut, an dem Punkt, Familie. Weil das so ein typischer Punkt ist, ja, du hast einen Namen, der... nicht deutsch klingt und oder beziehungsweise mehr so in diesen muslimischen Namen oder das ist dieser muslimische Kosmos ist und deswegen kann er nicht konvertiert sein. Das fand ich damals auch irgendwie ein bisschen weird. Nichts beweisen. Aber keine Ahnung, was jetzt kommt ja Mimis Begründung, mal schauen. Sondern nur sagen, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass du irgendwann erst konvertiert bist, wenn man sich Herkunft und Name anschaut und auch weiß, dass du in Deutschland und nicht Afghanistan geboren bist, deine Eltern den Namen also nicht aus politischen Gründen geben mussten, um keine Probleme zu bekommen und trotzdem wurdest du wieder Prophet benannt. Also habe ich gesagt, dass du immer Moslem warst und nicht erst konvertiert bist. Und anstatt mal darauf einzugehen, ob ich recht hatte oder nicht, lachst du mich nur künstlich aus? Aber jetzt brauchst du nicht mehr darauf Ja, wobei das halt einfach, wobei da muss ich wirklich sagen, das sehe ich nicht ganz so wie Mimi, weil das ist schon sehr vorurteilhaft, finde ich, ja. So, ja, Ahmad, okay, dann muss das eine Verbindung zu dem und dem haben und dementsprechend kann er da nicht konvertiert sein oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Na, natürlich kann das sein, aber für mich persönlich kein Argument. Für mich ist das halt einfach nur eine Vermutung und da man Mimis uns eigentlich auf zerstörerische Basis kennt, ist das, schwächt das irgendwie, es ist ein bisschen schwach, ja, finde ich persönlich. Eingehen, denn hier sagst du selber, dass du schon immer Moslem warst. Ich bin Moslem, ich bin vom Islam überzeugt, ich bin sogar konvertiert. Ne? Ich bin nicht mal als Moslem geboren oder aufgewachsen. Jetzt wollen wir alle mal sehen. Okay, als Muslim geboren bin ich ja eigentlich, weil das ja laut dem Islam jeder ist, aber... Egal. Auch irgendwie geil, dass er auf seinen eigenen Clip reagiert und quasi selber sagt, dass er da Bullshit redet. Warum lachst du mich dann überhaupt aus? Ich find's auch übrigens interessant, dass du dir genau diesen Punkt raussuchst mit dem Namen und nicht auf den Rest des Islam-Themas meiner ganzen Videos eingehst. Ich habe nicht nur 10 Sekunden darüber geredet, du pickst dir aber nur 10 Sekunden raus und kannst nicht mal auf die richtig eingehen. Wahrscheinlich machst du um die restliche Sache einen Bogen, weil du nicht eine Stunde am Stück künstlich lachen kannst, ohne dass auffällt, dass du gar keine Argumente bringst. Ich denke, es wird klar und ersichtlich, dass eine Beweise... Also jetzt, ich verstehe auch gar nicht, warum wurde das überhaupt angesprochen? Dieses Konvertieren und was weiß ich. Das ist ja, also ich finde, das ist ja in der Thematik komplett irrelevant eigentlich. Deswegen verstehe ich das nicht. Nee, ich muss auch sagen, das ist der schwächste Punkt von Mimi, ne? Was aber jetzt nicht die anderen Punkte abschwächt. Ich finde die anderen Punkte, ich finde das ganze Video sehr, sehr unterhaltsam und lustig. Aber ich finde diesen Punkt nicht ganz so stark. Überhaupt keine Beweise sind. Klar, hier und da hat er bei irgendwelchen belanglosen Sachen recht. Ja, das ist alles belanglos, wo ich recht habe. Lasst uns lieber über den Bildschirm reden, der vor 6 Jahren... Es geht um Glaubwürdigkeit. Ja, natürlich geht es um Glaubwürdigkeit, aber da musst du irgendwie schon was Festeres haben, als zu sagen, ey, wegen dem Namen und Herkunft und dementsprechend ist er bestimmt schon davor Moslem gewesen und kann nicht konvertiert sein. Weiß nicht, das ist zu krasse Vermutung. ...nicht aufgeklappt war, denn das ist bewusste Manipulation. An dieser Stelle, ich liebe meine Fans, Grüße hier raus. Ich weiß, meine Fans sind im Moment, ich liebe euch von Tag 1, egal auch ganz loyal Leute, die mega lang am Start sind. Ja, die Liebe merkt man auf jeden Fall an den ganzen nicht aufgelösten Gewinnspielen. Ich sehe euch auch immer in den Kommentaren, wie ihr immer trotzdem hinter mir steht. Ihr wisst einfach, das ist Scheißgelaber, ihr habt vollstes Vertrauen. Wisst ihr warum? Weil ihr mich kennt. Und diese kleinen Goofies, ne, die kennen mich doch gar nicht. Die behaupten, ja, S-Klasse Range,
Zuschauer mal hier und da gewünscht. Die haben doch gar keine Ahnung über mich. Tut mir leid. Ich Main Character, ihr Sidechicks. Und das wird es auch nicht ändern, ihr kleinen Goofies. Nee, ich korrigiere das kurz. Ich Ringverdiener. Ihr Papatastisch. Das wird es auch nicht ändern. ApoRed liebt natürlich seine Fans. Deshalb gibt er seit neuestem Fitness-Tipps, wie er von 110 Kilo auf 82 Kilo abgenommen hat. Wie hat dieser Mann 28 Kilo abgenommen, Freunde? Von 110 auf 82. In welchem Zeitraum? Weiß er selber nicht. Freunde, ich konnte nicht etwa 30 Kilo abnehmen über 3-4 Tage. Das hat er schon länger einen Zeitraum gebraucht. Den genauen Zeitraum weiß ich selber nicht. Er blendet nur irgendwelche Bilder ohne Datum ein. In einem Twitch-Stream sagt er dann, dass die Bilder von 2018 sind. Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe 28 Kilo abgenommen. Ja. Also noch irgendwie Mitte, Ende 2018 wog ich 110. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich wiege da etwa 110. Und jetzt bis vor kurzem wog ich 82. Wobei er jetzt wieder um die 85 Kilogramm wiegt. Guck mal, ich wiege jetzt, wie gesagt, knackige 84, 85. Ich wiege jetzt ungefähr 85. Für Leute, die gefragt haben, wie viel wiege ich, wiege aktuell 85. Im Februar beim Boxkampf wog er übrigens schon 89 Kilogramm. Mal ganz kurz eben draufschauen. 89 Kilogramm! Das meiste muss er also in den über 3 Jahren vor dem Boxkampf verloren haben. Was ihm beim Abnehmen geholfen habe, waren die Produkte von Better Balance. Die hätte er auch schon vor der Werbekooperation verwendet. By the way, Freunde, mit dem Code Red könnt ihr da auch nochmal auf Leckerschmecker 10% sparen. Es lohnt sich wirklich, Freunde. Ich hab's euch das hier benutzt. Es haben am 3.7. hat nochmal eine Firma mit ApoRed zusammengearbeitet. So, also entweder ist das wieder so eine Sache wie bei diesem anderen Scheiß, oder die geben einfach einen Fick, welchen Creator sie da bewerben. Was ist ja, hä? Also wäre ich jetzt eine Firma, würde ich doch niemals mit ApoRed zusammenarbeiten wollen, wenn ich doch weiß, dass es da zig Videos, also wirklich unzählige Videos über ihn gibt, wie krass der doch lügt. Also als ob dann die Zuschauer dann so denken, oh, das Produkt muss toll sein von einem YouTuber, der komplett wegexposed wurde. Wie kann man so drauf scheißen? Was bevor ich mit dir verpartnert war, das ist einfach so eine Sache, die nutze ich, die brauche ich. Also wenn ich abnehmen will, ohne meine Erdnuss-Hosi, unmöglich. Und in seinem Raufaser-Tapeten-Wohnungs-Roomtour-Video sagt er auch, dass die Sachen ihm beim Abnehmen und sogar Aufbauen geholfen haben. Das sind so Sachen, die am Ende des Tages schön geholfen haben, ne? Abzunehmen, aber auch aufzubauen. Ich sag's euch, das hat mir sehr viel geholfen. Also zum Abnehmen hat mir das sehr viel geholfen. Es ist halt etwas schwer zu glauben, wenn Better Balance die Produkte erst Ende Mai diesen Jahres beworben haben. Wann genau will er damit angefangen? Warte mal. Balance die Produkte erst Ende. Ich kann mir so gut vorstellen, dass es einfach nur reingefotoshoppt ist und dass es einfach ein random Bild ist. Dass sie sich nicht wirklich hingesetzt haben und ein Foto gemacht haben, sondern die haben einfach nur das reingefotoshoppt und irgendein Fotograf hat irgendwann mal bei Pixabay ein Bild for free reingestellt. Das kann ich mir echt vorstellen. Das sieht so richtig. Das sieht einfach nicht so original aus, weil die Qualität, weil die Auflösung so absolut scheiße ist. Ende Mai. Also er hat sich da gut Mühe gegeben. Mai diesen Jahres beworben haben. Wann genau will er damit angefangen haben, aufzubauen oder abzunehmen? Aber unabhängig davon gibt er auch etwas seltsame Abnehmversprechen. Blumenkohlreis, dann macht ihr noch, keine Ahnung, Garnelen, Wildlachs und dann macht ihr noch diese Erdnuss-Soße und Brokkoli oder, keine Ahnung, Karotten oder was auch immer. Und es ist vorbei, die Kombination ist vorbei. Ihr könnt dadurch wirklich innerhalb von einem Monat 5, 6, 7 Kilo abnehmen. Ne? Also das ist kein Spaß. Es ist gar kein Spaß. Es ist natürlich individuell, aber es gibt so eine Milchmädchenrechnung. Wenn du 1 Kilogramm abnehmen willst, sind das ungefähr 7000 Kalorien, die du verbrennen musst. Heißt, für 1 Kilogramm in der Woche müsstest du im Schnitt pro Tag 1000 Kalorien im Minus sein. 1 Kilogramm die Woche abnehmen gilt eigentlich schon, ich sag mal, als das obere Limit, was realistisch und auch gesundheitlich unbedenklich ist. ApoRed redet hier aber nicht von 1 Kilo, sondern von 1,25 bis 1,75 Kilogramm pro Woche abnehmen. Das bedeutet ein tägliches Defizit von bis zu 1750 Kalorien. Um euch das besser vorstellen zu können, wie viel Energie das ist. Das sind in etwa 1,5 Kilogramm gekochter Reis pro Tag, die ihr minus machen müsst. Oder 2,5 Kilogramm Kartoffeln. Oder circa. Hey, Horst Rabenhorst, danke schön für den Sub, Bruder. Ehre. Nee, das ist die beste Community. Können wir mal ganz kurz darüber sprechen? Ich weiß nicht, ob wir das jemals hatten, aber ich sehe es gerade. Wir haben gerade 466 Zuschauer, ohne dass irgendwas wegen Raids oder sonst irgendwas gepusht wurde. Können wir mal ganz kurz darüber reden, wie geisteskrank viele Leute hier am Start sind und wirklich auch Bock haben, hier auch in den Chat reinschreiben, aktiv sind. Ey Leute, wirklich, das freut mich wirklich sehr. Und ja, muss man einfach mal so anerkennen, das ist doch eine stabile Community. Und da erwarte ich jetzt auch mal von euch ein Herz in den Chat, weil dadurch können wir vielleicht doch die Partnerschaft schaffen. Weil, weißt du, das Ding ist halt, wenn wir jetzt so konstant bleiben, ja, wir hatten jetzt schon die ganzen letzten Streams von geisteskrank, aber wenn wir jetzt so bleiben, dann sagt sich Twitch, ey, jetzt, bei ihm geht ja bergauf. Bei ihm geht bergauf, so ein Ding ist das. Und deswegen müssen wir jetzt die Partnerschaft machen. Let's go.
Ja, so ein Ding ist. So ein Ding ist es. Ist nicht mal irgendwas drin, aber egal, ich trinke trotzdem. Ey, wirklich vielen Dank, ja. Ja, 25 bis 30 Kilometer pro Tag joggen. Sein Gelaber ist so irreführend, besonders wenn er dabei dann noch Muskeln aufbauen will. Beim Boxkampf wog ich noch 90 Kilo und ich habe hinten schnell noch mal 8 Kilo abgenommen und übertriebene Muskulatur noch aufgebaut. Ne? Es geht. Aber ApoRed, der Fitness-Experte, setzt noch einen drauf. 10 Kilo versuche ich innerhalb von 30 Days abzutaken. 10 Kilo in 30, also in 30 Tagen abnehmen. Ich denke, ist auch sehr interessant. Da würde ich auch zeigen, so vielleicht, was ich noch esse, wie ich trainiere, was ich mache. 10 Kilogramm in einem Monat, das sind 2,5 Kilogramm pro Woche, was 2500 Kalorien pro Tag minus sind. Das ist absolut insane. Wenn ApoRed nichts macht, verbraucht er ca. 1900 Kalorien pro Tag. Einfach für die Lebenserhaltung. Heißt, damit er in einem Monat 10 Kilo abnimmt, reicht es nicht mal ansatzweise 30 Tage lang nichts zu essen. Heißt, er müsste sich zusätzlich noch viel... Hey, ja, das ist ja schon, das ist schon krass. Weil nichts machen, ja, das sind so... Ich weiß nicht, wer kennt das, wenn man im Krankenhaus zum Beispiel ist, man kann nichts machen, man verliert so schnell an allem. So deine Muskulatur völlig am Arsch. Was ja das Schwerste im Körper ist, ist ja die Muskeln. Da nimmt man eigentlich extrem schnell ab. Also da musst du schon einiges schaffen, um 2,5 Kilo die Woche abzunehmen. Also das ist schon sau viel. Viel bewegen oder Sport machen, während er hungert ohne Ende. Was tut man nicht alles, um Geld zu sparen? Aber was hat ApoRed eigentlich danach geplant? Nur für das Video und einfach für meine Ungeduld werde ich in einem Monat versuchen, 10 Kilo abzunehmen. Und danach wollte ich, auf Leckerschmecker, einen Monat Kreatin nehmen. Weil ich habe jetzt noch kein Kreatin genommen. Und dann wollte ich einmal so schöne Baba-Kreatin-Kur nehmen. Kreatin ist an sich ziemlich safe, es steht aber im Verdacht, bei manchen Leuten den Haarausfall zu fördern. Dieser Einwand kommt auch im Chat und ApoReds Antwort dazu ist äußerst interessant. Geiles Gefühl, wenn dir die Haare ausfallen. Das ist, glaube ich, darauf bezogen, dass es gibt ja die Theorie, dass wenn man Kreatin nimmt, dass dadurch der Haarausfall... Was jetzt für zu viel ist? Ich finde gerade das übel random, was für Haarausfall. Warum gehen wir jetzt gerade auf Kreatin und Haarausfall? Also Kreatin tatsächlich... habe ich auch, wenn ich ganz fitti bin, habe ich auch mal Kreatin davor genommen. Ja. Sollte ich es nicht nehmen oder wie? Okay, guter Ausfall. Okay. Weil gefördert wird. Martinato, grüß dich, Bruder. Selbst wenn. Ja? Also, ich bin ehrlich, ich habe wahrscheinlich die Haare von meiner Mama geerbt und sie hat echt stramme Haare. Ich hab eigentlich auch noch relativ stramme Haare. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt eine Halbglatze auf den Kopf bekomme. Das heißt, selbst wenn der erblich bedingte Haarausfall gefördert wird, der scheint bei mir einfach gar nicht so richtig am Start zu sein. Deswegen, Leute, macht kein Auge. Bleibt auch damit. Also er befürchtet nicht, dass bei ihm der erblich bedingte Haarausfall gefördert wird, weil er hat ja gar nicht die Veranlagung für Haarausfall. ApoRed, warum hast du dann eine Haartransplantation in der Türkei gemacht? Das kann man deutlich an den transplantierten Haaren erkennen, weil die darunterliegende Haut während der Heilung ein bisschen dunkler ist. Man hat bei ihm die FUE-Methode verwendet, wo man die Haare von dem Hinterkopf punktuell pickt und vorne wieder einsetzt. Deshalb sieht man bei ihm auch diese pünktchenförmigen Mikronarben in dem Spenderbereich. Das ist auch der Grund, warum er eine ganze Weile Gaming ohne Webcam aufgenommen hat. Also für die ganzen Leute. Was? Was? Was zum Teufel ist das? Warum sollte... Ey, warte mal ganz kurz. Ihr müsst euch überlegen, ApoRed bespricht extra das Thema, ja? Der hätte einfach sagen können, ja, mit Haarausfall kann passieren, dann ist das so. Ne, das Risiko gehe ich ein. Aber anstatt das zu sagen, sagt er einfach, nö, bei mir ist es nicht so. Obwohl er weiß, dass es bei ihm so ist. Hä? Also ich weiß nicht, geil, dass ich drauf aufzulügen, hat der Bock drauf einfach, das ist so random, warum lügt denn der da so random? Das macht ja gar, das macht einfach keinen Sinn, da zu lügen. Das ist ja auch nichts, wo man dann so sagt, das wäre jetzt notwendig gewesen. Der hätte einfach sagen können, ja, bei mir, keine Ahnung, kann schon sein, dass der Haarausfall kommt, aber ist mir scheißegal, man kann sich auch die Haare transplantieren lassen, dann ist das so. Und man kann auch sagen, ja, dann nehme ich es nicht. Oder man kann auch sagen, ja, oh Gott, wie gesagt, das Risiko gehe ich ein. Aber warum sagt man denn, ja, bei mir ist das nicht so.
mit dem Hintergrund bei mir ist es so. Wirklich, das ist ja... Da fragt man, wie kann man denn da lügen? Das macht ja gar keinen Sinn. Leute, die sich das ständig in den Kommentaren gefragt haben, jetzt wisst ihr's. In Instagram-Stories hat er sich dann irgendwann bei schlechten Lichtverhältnissen gezeigt und erzählt, dass er mal einen neuen Haarschnitt ausprobieren wollte. Die Zuschauer können jetzt voten, was cooler aussieht. Kurze Haare oder so wie davor. Dabei wollte er nichts Neues ausprobieren, sondern er hatte gar keine Wahl, weil man für die Operation in den meisten Kliniken die Haare kurz macht. ApoRed kann aber durch seine Komplexe nicht dazu stehen und denkt sich irgendeine Scheiße aus. Also, ich bin ehrlich, ich habe wahrscheinlich die Haare von meiner Mama geerbt und sie hat echt stramme Haare. Warum? Warum lügt der denn hier? Warte ganz kurz. Ich habe wahrscheinlich die Haare von meiner Mama geerbt und sie hat echt stramme Haare. Wallaland, du Haartransplantation aus Türkei, wallah. Man muss aber sagen, jetzt ohne Witz, das Ergebnis sieht echt super aus. Also jetzt müsste halt nur noch Geld für einen Friseur da sein. Vielleicht kannst du ja wieder mit Instagram-Story bezahlen. So, Freunde, der Alex hat mal wieder die Haare sich ganz fresh machen lassen. Eine komplett neue Frise, man muss mal was Neues austesten. Junge, nur weil du dringend einen Geldregen nötig hast, brauchst du dir nicht gleich die Money Rain Frisur machen. Money Rain, Money Rain. Was gibt's eigentlich sonst noch zu erwähnen? ApoRed kennzeichnet seine derzeitigen Placements nicht richtig, versteckt den Hinweis so, dass man es möglichst nicht sieht, wird von Unge dann sogar darauf hingewiesen. Ich will die Leute, die so ein bisschen auch... Da muss ich auch mal einen kleinen Kritikpunkt an ApoRed an dieser Stelle mal wieder raushasseln. Er hat letztens Werbung gemacht für diese Produkte da. Die Werbung war jetzt nicht optimal gekennzeichnet. Das Hashtag Ad steht hinter seinem Profilbild versteckt. Ja, Maschalerius. Es gibt, glaube ich, sogar ein deutsches Urteil, dass man Ad gar nicht schreiben darf, sondern man muss in Deutschland Hashtag Werbung oder Anzeige schreiben. Auch bei der zweiten Story, die schon mal ein paar Tage her, ist da Ad ein bisschen versteckt hinter Red. Ja, aber das Ad steht vielleicht für den allerechten Apo Red und deswegen das A und das D, Anfangs- und Endbuchstabe. Weiß ich nicht, ob das jetzt eine Werbung sein soll. Ich dachte, das ist auch einfach nur nötig. Das ist aber mein, das sind aber meine Initialien dafür. Ja, also entspannt euch. So, aber statt die Placements nun korrekt zu kennzeichnen... Apo Dead. Scheiße. Okay, fuck. Dann kennzeichnet er die gar nicht mehr. Blaubeere, Beta-Aminos 10% mit dem Code RED. Immer ist das Multivitamin-Hasen hier. Ich denke, Ed steht jetzt mittlerweile genau auf seinem oder hinter seinem Profilbild. Ich denke schon, er wird dann so sagen, ich hab's doch gekennzeichnet. Was kann ich denn dafür, wenn da das Profilbild steht? Ja, also bin ich Instagram oder wie, als ob ich das einsehen kann, ja? Entspann dich doch. Und bei der Balance kann ich euch nur jedem empfehlen, super. Eine Erdnuss-Sauce habe ich dazu geaddet. Packung ist auch länger, ganz korrekt, ja? Seit circa einem halben Jahr hat er auch kein Impressum. Laut Leon müsste ApoRed also paranoid sein. Du bist der einzige YouTuber mit 800.000 Abonnenten, wo ich sagen muss, Digga, du hast kein Impressum. Weil er einfach paranoid ist, Digga, dass man ihn irgendwie da... zurückverfolgen kann. Und die Bewertungen sind durchgängig scheiße. Laut ApoRed bedeutet eine Bewertung ab 10% Dislikes, dass der YouTuber unglaubwürdig ist. Also ich sag mal ehrlich so, ich glaube nicht umsonst hat das Video auch 10% Dislikes erhalten, weil ich finde 10% Dislikes ist relativ viel. Ist relativ viel für ein Video, wo du halt ja, sagst, dass du sexuell belästigt worden bist. In der Regel sollte man eigentlich da allerhöchstens 1 bis 2% Dislikes haben. Im Normalfall, aber ich denke, diese 10%, die disliked haben, die haben wahrscheinlich einfach alle gesagt, es klingt mir einfach unseriös, ne? Bin ich ganz ehrlich, für mich klingt das absolut unseriös. Witzigerweise ist mir bei den Likes was aufgefallen. Als er sein Turn-On-Video gemacht hat, um es allen Kritikern heimzuzahlen, ist aus mystischen Gründen die Like-Zahl schlagartig nach oben gegangen. Zu Anfang hatte das Video 25% Dislikes. Danach kamen nur 100 Dislikes dazu, während 19.000 zusätzliche Likes kamen. TJ hat im Stream zufälligerweise noch einen Schritt dazwischen gecatcht. Die Bewertung ist ja krass gut, Digga. Für ein ApoRed-Video? Es ist ultra unrealistisch, dass das organisch passiert ist. Ein paar Leute hatten schon vermutet... Das habe ich auch mitbekommen. Das haben wir nicht sogar im Stream drauf reagiert und haben dann so aktualisiert und auf einmal war das dann so viel. Bin mir gar nicht so sicher, auch die Kommentare, die wurden ja alle so gefiltert oder viele wurden halt einfach gefiltert. Dass da einige Likes gekauft wurden und ja, da wurde auf jeden Fall nachgeholfen, denn ich habe zufälligerweise ein deutliches Anzeichen der Likes gescreenshottet, obwohl die Klickzahlen weiter hochgegangen sind. Und zwar mindestens an dieser Stelle hier. Achtet auf die Klickzahlen und auf die Likes. Bei steigender Klickzahl gingen die Likes hier plötzlich weg. Das passiert, wenn Google solche Likebots erkennt und löscht. Ich muss aber dazu sagen, ich persönlich denke nicht, dass ApoRed das selber war. Der hätte nämlich gar kein Geld dafür. Und jetzt kauft mein Merch. Zu jedem bestellten Artikel gibt es eine limitierte Wackelkarte. Link in der Beschreibung. Alter, es ist wieder... Also bis auf dieses eine Thema, ne, mit dem Namen und so. Ey, ist das wieder so ein lustiges Video. Also wirklich... Ich weiß gar nicht, ob man eine Skala für ApoRed von der Unglaubwürdigkeit, ob man die überhaupt noch bringen kann. Ja, ob es überhaupt noch im Skalenbereich funktioniert. Also wenn es die Skala im Minusbereich gibt, dann ist ApoRed irgendwo ganz unten, so. Also ganz, ganz weit unten. Das ist völlig heftig.